Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zum Marketer Live Talk, Folge 100. Ich bin wahnsinnig aufgeregt aus diversen Gründen. Erstens einmal ist es die Folge 100. Ich hätte anfangs nie gedacht, dass ich so weit kommen werde, dass es überhaupt irgendeine Sau interessiert. Obwohl die Themen sind schon sehr spannend, aber da so dabei zu bleiben und die Menschen auch natürlich mit ihren Geschichten, das ist schon sehr toll. Mir macht es ja auch einen Riesenspaß und deswegen bleibe ich ja am Ball. Aber trotzdem da dabei zu bleiben, Hut ab. Deswegen, Folge 100. Und dann natürlich mein Gast heute, Hans-Georg Pantschak. Aus vielen Gründen ist es für mich was ganz, ganz Besonderes, ihn in Folge 100 begrüßen zu dürfen. Und warum soll ich jetzt indirekt reden, wenn du hier neben mir sitzt? Genau, warum soll ich ihn? Genau, wir haben hier vorne eine gemeinsame Kamera. Ja, ich habe schon gesehen. Genau, und da sind wir jetzt auch drauf. Panschi, mein Lieber, ich freue mich unbändig, dass du Zeit gefunden hast, dass du auch den weiten Weg reingefunden hast oder auf dich genommen hast, weil es regnet draußen. Wir haben ein richtig blödes Wetter. Und aber das Auto fährt ja autonom fast. Das ist der Vorteil der heutigen Zeit. Aber trotzdem, ey, wir waren vorhin auch unterwegs und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also kaum regnet, fahren die Leute ja eh wie bescheuert. Ja, es ist, wir haben schlechtes Wetter, aber die gute Nachricht, wenn ihr in Berlin seid, da ist es schön, habe ich gehört. Echt jetzt? In Berlin ist mal schöner. Ja, aber es wird sich wieder ändern. Gönnen wir denen die kurze Zeit. Genau. Das ist das. Mein Lieber, ich habe ganz viele Themen mir heute überlegt, die ich gerne mit dir ansprechen würde. Also es ist ja so, du begleitest mich ja nicht erst seit Gründung von M-Sound bzw. meiner Tätigkeit, sondern weit vorher schon. Nur kannten wir uns da noch nicht. Tatsächlich war das so, und ich meine, schließen wir gleich zu dem wichtigsten Thema am Anfang, jetzt mal an den Bogen. Mit 15 saß ich im Kino und habe mir Star Wars angeschaut. Und für mich war das so die Initialzündung zu sagen, okay, der Sound, den ich dort gehört habe, wie John Williams Musik, Sounddesign zusammen, das war für mich grandios beeindruckend und ich habe gesagt, okay, das mache ich beruflich, vielen Dank. Und der Rest ist dann halt auch so passiert. Und deswegen hast du natürlich als die deutsche Stimme von Luke einen großen Anteil auch dran gehabt. Natürlich, klar ist es die Stimme von Luke, die Story ist es, das Sounddesign ist es, aber es ist, Star Wars ist ein Gesamtkonstrukt und begleitet dich ja sicher auch schon seit vielen Jahren. Und durch das, dass es eben mein Ursprung war, finde ich es natürlich umso schöner, jetzt die 100. Folge mit dir hier zu machen. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, die jüngeren Leute können das vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen, weil die gucken ja viel Original. Ja. Es gibt Blu-rays, es gibt DVD, fing es an, dann Blu-rays und so weiter. Mhm. Zu der Zeit, als wir 77, also 77 wurde der Film gemacht, 78 haben wir synchronisiert, das erste Mal, den vierten Teil, der quasi erste war, den George Lucas gemacht hat. Da war das ja, es gab ja keine, es gab, ich glaube, gab es da schon VHS? Ich glaube nicht mal VHS. Nicht mal VHS, da gab es irgendwie Video 2000 oder sowas, ne? Da ja, fing das an. Da fing es damit an, Betamax Video 2000. Ja. Und da gab es gar keine Originalfassung. Da musstest du schon Freunde haben in Amerika oder was, die mal was rübergeschickt haben. Sonst gab es. Lass dich nicht irritieren, ja. Ich stehe kurz auf. Ich sehe nämlich, dass du kleiner bist als der Leon vorher als Model, dass du ein bisschen weiter runtergerutscht bist. Und ich, ja genau. Muss ein Nachrichten, ja, okay. Hole ich dich jetzt hier mal wieder ein bisschen in die Kamera rein. Und das finde ich, so ist viel schöner. Gab es damals tatsächlich nicht. Also ja. Man musste tatsächlich ins Kino gehen und man musste sich das anschauen. Und es war auf Deutsch. Also ich würde mal sagen, alle, die über 40, 45, 50 so sind, die verbinden natürlich Luke Skywalker noch mit der Stimme, die ihn damals synchronisiert hat. Und die Jüngeren sagen, wir hatten neulich so ein Problem, dass dann wirklich, ich habe so einen Kommentar gemacht für das ist Outpost One, die Insider wissen, was das ist, da hat ein verrückter Wirtschaftsjournalist, Wirtschaftsanwalt, hat Geld in die Hand genommen nach der Wende, hat eine LPG-Gelände aufgekauft, völlig runtergekommen, hat alles aufgebaut und hat dort die ganzen Filmsets nachgebaut. Muss ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Outpost One, wenn es einen interessiert, kann man googeln. Und, ich google mal schnell. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich Ihnen sagen? Was wollte ich Ihnen sagen? Wir kamen eigentlich rüber von Original gucken, Kino, dass du auf Deutsch guckst und eben nicht Original, weil es gar nicht die Möglichkeit gab, VHS. Darüber hat der NDR über dieses Outpost One eine Dokumentation gemacht. Dann haben sie mich gefragt, wie ich spreche, habe ich gemacht. Und dann kam die Stelle mit dem Planeten, dem Eisplaneten. Und dann
es gibt ja immer so verschiedene Aussprachenmöglichkeiten. Ja. Selbst innerhalb des Kanons wird es nicht immer in jeder Folge richtig so. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, also wir haben Hurt gesagt, dann haben wir doch mal schnell gegoogelt und Heinz P. Truhe sagt dann wirklich das Hurt-System genau, und so. Richtig. Ne? Und gesagt, na okay, wir bleiben bei unserer... Aber, Entschuldige, wenn ich das sofort einhacke. Viele Sprecher damals konnten das TH nicht. War das vielleicht das der Grund? Entweder war es ein S oder war immer ein T. Also es war natürlich, Englisch war, hatte man dann vielleicht so noch in der Schule gehabt, aber es war noch nicht üblich, dass man nach Amerika flog oder so. Genau. Es gab noch nicht dieses, dann gab es gar nicht, was gesagt, kein Original. Also wir gucken ja teilweise auch Original heute. Es gab Leute, die konnten das TH nicht, aber ich meine, wenn ich heute irgendwas Russisches synchronisieren muss, dann sind natürlich die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, mega im Vorteil. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich wollte nur ganz aber wie war die Aussprache dann? Das mit dem Hut. Und dann gab eben einen Kommentar, der sagt, also da hat man schon den Sprecher von Luke Skywalker und dann sagt er auch noch Hut, das heißt Hoth. So. Was ich nie mache, ich habe mich da eingeklinkt, habe dann, hab dann geschrieben, lieber, ich weiß nicht mehr, wie er hieß oder sich nannte, habe gesagt, ich verstehe das, du bist wahrscheinlich jüngere Generation, wenn man das Spiel spielt, original, da heißt es halt Hoth, aber wir haben halt über die deutsche Synchronstimme, wenn ich eine deutsche Synchronstimme reinhole, dann sagt er natürlich auch das, was in der deutschen Synchronfassung gewesen ist. Die Antwort war, das heißt trotzdem Hoth. Ja, so. Aber das ist sein persönliches Problem. Ja, aber so ist es halt leider. Aber klar, guckt man da, lass uns den Bogen noch gleich mal ziehen. Guckst du da auch gelegentlich mal rein, so wenn irgendwelche, ich meine, du sprichst auch bei den Simpsons ganz viel, da ist ja natürlich auch immer sehr viel passiert mit Norbert damals und ich glaube gerade auch bei den Simpsons-Fans sind ja sehr viele sehr vehement in ihrer Meinung, in dem Vertreten der Meinung. Also du guckst in so Foren auch gar nicht rein, Synchronforum und so weiter. Das war Zufall, weil mich jemand darauf angesprochen hat, habe ich mal reingeguckt. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, dann sagst du mal was dazu, um das ein bisschen Bogen zu glätten, was dann nicht gelungen ist. Ja, das gelingt so. Deswegen ist es auch quasi meine Bestätigung gewesen, dass es nicht sehr... Wir sind heute in einer Zeit, hier Trump und Biden und so, wo alles so, jeder hat eine Meinung und er brüllt sie dann raus und je lauter, desto besser. Es ist schade, weil es gibt diese Zwischentöne, dieses Gespräch miteinander, dieses Empathische, auf den anderen ein bisschen eingehen und auch seine Sicht der Dinge zu sehen, geht leider ein bisschen verloren im Augenblick. Ich habe die Hoffnung und das Gefühl, es kommt langsam wieder, weil wir dann doch irgendwie gelernt haben, okay, das Miteinander ist doch was anderes, als einfach nur anonym im Netz irgendwas hinzurotzen. Und sich ein bisschen aufzumandeln. Also ich glaube, da... Du hast wahrscheinlich recht, aber es ist als alte Lied, dass immer das Laute so im Vordergrund steht. Das müssen ja nicht unbedingt, die Mehrheit muss es ja nicht sein. Es reichen ja, wenn man ein paar Leute hat, die irgendwas Extremes machen. Okay. Muss ich sofort an die Eisenhower-Matrix denken. Das habe ich in meinem Unternehmertraining mal gehabt. Es gibt ja dieses Ding, dass du alles, was so an deine Tür klopft, aufteilst nach... Wichtig, nicht wichtig, also wichtig, nicht laut, wichtig, laut, nicht wichtig, nicht laut, nicht wichtig, laut. Und es ist tatsächlich so, dass die lauten Dinge eigentlich nie die wichtigen Dinge sind, sondern nur selten, einfach, sie sind halt viel auffälliger. Aber es ist halt überhaupt nicht mehr dieses Ding. Und deswegen auch da, ich hatte auch mal das Vergnügen, mal so ein paar Sachen mitzuwirken, wo dann ganz viel Shitstorm kam und Negativ-Publicity oder keine Ahnung, zumindest negative Meinung. Vergiss es. Also da muss man jetzt auch nicht mehr. Ich meine, wenn man jetzt Werbung. Nicht Kommunalpolitiker ist und dann. Ja, aber auch da bringt es ja nichts. Ja, aber wenn es dann gefährlich wird für dich. Das stimmt. Ja, also, aber das ist ja hier nicht der Fall. Ich habe es nur miterlebt, weil ich habe ja. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich habe ja Check24 Werbespots verbrochen und war daran beteiligt und die waren ja sehr polarisierend. Und da gab es natürlich sehr viel. Oh mein Gott, so ein Schrott. Aber war gute Werbung, war wunderbar, netter Kunde, alles in Ordnung. Ich würde gern mal noch ein bisschen kurz auf das Thema des Ursprungs kommen. Es ist ja so, wenn du einen Menschen verstehen willst, guck dir die Wurzeln an. Und auch die Anfänge und die Ursprünge, wo das zarte Pflänzchen war. Bei dir ist das zarte Pflänzchen, wurde ja in Berlin dann irgendwie auf die Welt losgelassen. Auf die Welt losgelassen in Düsseldorf, aber da bin ich mit anderthalb Jahren weg. Ich dachte wirklich auch geboren in Berlin. Nein, geboren in Düsseldorf. Aber mit ich weiß von Düsseldorf, ich konnte dann das Rad schlagen, aber als Berliner, nicht als Düsseldorfer.
Aber, verstehe. Ja, ja, aber ich bin, meine ganze Sozialisation ist natürlich Berlin gewesen. Ja. Schule, Gymnasium dann, vom Gymnasium geflogen und so weiter. Sehr gut. Also es war alles Berlin. Du bist auch vom Gymnasium geflogen? Wenn ich dir sage, wegen versuchter Brandstiftung. Okay, das habe ich nicht geschafft. Ich war einfach nur scheiße. Ich war nicht gut. Sag ich mal ganz kurz, also falls die, irgendjemand von den Mädels, wir waren in, auf dem Erich-Höppner-Gymnasium in Berlin, in der Nähe vom Adenauerplatz. Und es war ein musisches Gymnasium. Ja. Und es waren 27 Mädchen und 3 Jungs in der Klasse. Das Probehalbjahr hat ja einer nicht bestanden, sodass wir 2 Jungs und 27 Mädchen waren. In einer Zeit, als es nicht cool ist, muss man dazu sagen. Ja, wenn du in der 7. Klasse bist, ist es eigentlich ein bisschen schwieriger. Aber wie auch immer, wir beide waren natürlich dann die Pech und Schwefel und haben natürlich jede Menge Scheiße gebaut und haben dann zum Beispiel mal irgendwann in der Turnhalle so ein bisschen rumgekokelt in so einem großen Papierkorb aus Holz, haben wir irgendwie alte Klamotten an, dann hat ein bisschen gestunken. Dann das ist übrigens sehr schlau, einen Holzpapierkorb anzuzünden. Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, da hättest du aber schon lange was brennen lassen müssen, bis der brennt. Also die Dinger, ich glaube, die waren auch imprägniert, wahrscheinlich krebserregend. aber der hat nicht gebrannt. Es hat nur so ein bisschen so, Lehrer kam, Tadel, gut, erledigt. Ach so, ja dann. 2 Jahre später, Ende 9. Klasse, war Winterferien, dann war Silvester, man hatte sich so ein bisschen eingedeckt, so mit Sprengkörpern. Mhm. Und dann ging die Schule los. Und Matthias und ich, wir hatten uns überlegt, es wäre eigentlich, als wenn man so 4, 5 Kubaner, das waren so diese 4 Kinder, wenn die so zusammenbindet. Und dürfte man das heute überhaupt noch sagen? Nein. Ist das wieder politisch inkorrekt? Wahrscheinlich. Kubaner, ne? Ja. Aber das ist ja, ja, okay. Okay, aber also ich weiß, was dieses eingewickelte, viereckige, dieser Kubus, davon 5, mit Schwarzpulver gefüllt. Wow. Und wir haben uns gedacht, wo ist der beste, da sind wir jetzt bei deinem Thema. Mhm. Wo ist der beste Sound? Wie gesagt, das Beste ist eigentlich die Turnhalle. Ja. Nach dem Turnunterricht war dann große Pause, die anderen sind alle weg. Wie gesagt, wir beide waren ja nur in der Umkleidekabine, 2 Jungs. Ja. Und dann waren die alle weg, dann sind wir in die Turnhalle und haben die zusammengebastelt, wieder in so ein schönes Holz, weil der hält eine Menge aus. Mhm. Und dann haben wir das Ding losgelassen. Was wir aber nicht wussten, dass zu dem Tag der Schulrat zu Besuch war. Es kam dann eine Konferenz, eine Lehrerkonferenz, und man hat mir auch den Abgang so ein bisschen versucht zu stellen. Latein hatte ich wirklich eine 5, das war richtig. Okay. Aber weil ich sonst keine 5 mehr hatte, hat man mir dann eine 5 noch in Werken gegeben. Verstehe. Damit das dann so, ne? Und dann bin ich halt gegangen. Aber das finde ich total faszinierend, weil da sind jetzt doch einige Parallelen. Also ich, tatsächlich auch Böller zusammenbinden mit gutem Sound und auch tatsächlich dann Ärger bekommen, weil etwas abgefackelt ist. Wir hatten bei uns, wo wir gewohnt haben, so ein Häuschen, wo die Mülltonnen drin standen. Das waren damals schon Plastikmülltonnen. Klassiker. Genau. Und waren welche mit Metalldeckel, natürlich haben wir die mit Plastik genommen. Und haben dann natürlich die Böller da rein. Das Ding war aus Beton, das hat natürlich schön Gehalt da drin. Das fanden wir alles ganz toll. Und dachten uns auch, komm, in den Mülleimer. Und haben halt diesen Plastikding da völlig abgefackelt. Was habt ihr mit ihm gemacht? Ja, abgefackelt. Also der hat da natürlich Feuer gefangen. Innen drin war Papier und das war deine Hand nicht praktisch gut danach. Richtig. Mhm, das war nicht gut, genau. Und ja, bei mir war es tatsächlich Latein eine 6, warum ich vom Gymnasium gegangen bin. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Es kann sein, dass ich auch eine 6 hatte. Also es war wirklich Abgrund. Okay, Abgrund, ja, aber Latein, ganz ehrlich, ist auch etwas... Die Bello Gallium oder was? Ne? Also, die Neo B, was war da alle? Ach, jetzt war eine traurige Zeit. Ich muss dazu, es hängt natürlich auch wie alte Lied. Mhm. Wir... natürlich nicht so wirklich interessiert an Latein und dann hatten wir halt natürlich auch so ein, das war witzig, Erich-Höppner-Gymnasium, Erich-Höppner war ein Widerstandskämpfer, der am 20. Juli gehängt worden ist. Ja. Und wir hatten wirklich die ganzen alten Nazis da. Es war wirklich schon, gerade die Altphilologen, Griechisch-Latein waren, ja, okay, war halt so. Die sind tot, man kann drüber reden, glaube ich. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade hier geguckt, tatsächlich habe ich mich geirrt, steht tatsächlich drin, aufgewachsen in Berlin, somit habe ich den Bogen, weil ich habe natürlich geguckt, aber ja, klar. Ist mir sowas von. Ich habe dich immer mit Berlin in Verbindung gebracht. Ist doch also richtig. Tatsächlich, weil auch diese Sachen... Ich bin Sachen, ja auch Berliner irgendwo in meinem Herzen. Ne? Kann Panschi denn bayerisch? Berlinerisch geht viel. Ich falle nur in Berlin als Bayer auf, wenn ich sage, grüß Gott. Ja, ja, klar. Und haben sie Semmeln oder so? Ja. Meinen sie Schreppen? Ja.
Genau, deswegen habe ich dich halt permanent bei Berlin. Natürlich, für mich bist du da in Berlin. Angefangen hat es als Schauspieler bei dir? Als Kind. Als Kinderschauspieler, mit 8. Ja. Aber ich wäre, deswegen, ich helfe ja den meisten Kollegen gerne mit Krankenkasse und Finanzamt und solchen Dingen. Da kommen wir gerne nachher nochmal drauf zurück. Ja. Drauf, weil mein Vater bei der BFA halt auch war zu der Zeit und mein Bruder war 17, ich war zu der Zeit 6 und dann hat er irgendwie gehört, dass Jules Brenner irgendwie eine Million Dollar verdient hat mit dem Film und hat gesagt, ich werde auch Schauspieler. Und ist dann nach seinem Schulmittleren Reife abgegangen, ist er auf die Schauspielschule, mal in diese Ludwig, da war Horst Buchholz und das kennen die jungen Leute, kennen die gar nicht mehr, die Leute, die da waren. Die Frau war damals schon 80. Wow. Und da war er auf der Schauspielschule, hatte damals eine Freundin, mit 17, 18 hat man dann eine Freundin. Mhm. Und die machte mit 18 ihr erstes Fernsehspiel in Frankfurt am Main 61. Mhm. Und die sagte zu ihm, du, wir suchen noch meinen kleinen Bruder. Der Film hieß Aus Gründen der Sicherheit, Siegfried Lowitz, der dann der erste Alte war. Ja, genau. Der war der Vater, die anderen kennt ihr alle nicht mehr. Und Tilly Launstein und Martin Hirte und wieder von Berliner großen Schauspieler dabei war. Und dann war es so, dass mein Bruder natürlich, jetzt bist du, da war er dann 19, ich war 8. Und die sagte, du, die gehen durch die Schulen, die suchen, willst du nicht auch, soll ich mal dann sagen, dass dein Bruder? Und dann sagte der, nee, der ist viel zu doof. Weil er natürlich, du bist 19, ja, natürlich. Der kleine 8-jährige Bruder, du hast so einen Schiss, dass der dich da blamiert. Ja. Aber da war noch ein anderer, der später am Schillertheater, Klaus Jepsen, der sagte, der kannte mich auch so von Besuchen. Nee, so Klaus blöd ist Jepsen. Dein kleiner. Sagt Klaus Jepsen. Ja, sag mir was. So blöd ist denn keiner Bruder nicht. Der war ja auch erst 19 zu der Zeit. Aha. Und jedenfalls, irgendwo war er, mein Bruder schwankte dann zwischen nach dem Motto, peinlich, könnte mich blamieren, aber andererseits, wäre natürlich toll, wenn der da irgendwie, ne? So, und dann hieß es plötzlich, die Regie und die Tilly Launstein, die Mutter spielte, kommen zu uns nach Hause. Mhm. Wir wohnten in der kleinen Mietwohnung. Ja. Ne? Und dann hat mein Bruder angefangen, mich zu triezen mit Wehe dem, der lügt, von Grillparzer. Ich zieh vom Leder, weil ich dir nicht teils Sonnenwind, wir schlagen uns, Herr Siegfried. Das ist ein Scherz, ja, nur doch sprechen muss ich euch den Bischof, ja. Und so, also, ne, so, die, das Witz, da habe ich noch, der hat mich so getriezt, dass ich ihn heute noch kann, den Text. Und dann kamen die also an, sich den kleinen Jungen angucken und so, da fangen wir an. Sag ich, Moment, ich muss mir noch ein Messer holen. Wieso Messer? Ja. Das heißt doch, ich ziehe vom Leder, da muss ich doch was ziehen. So. Und im Grunde, das ist ja der Punkt, zu der, heute gibt es Akademien für Kinder. Ja. Aber 1961, da gab es sowas nicht. Und da kannst du, wenn du Kinder suchst, entweder trauen sie sich oder sie trauen sich nicht. Ja. Und wer sich traut, dem, mit dem kannst du auch arbeiten. Ja, das stimmt. Und so war das auch. Ja. Und dann spricht sich das rum. Wir haben dann gedreht in Frankfurt am Main. Witzigerweise, mein Bruder hat mich begleitet mit seiner Freundin, musste sie ja dabei sein. Eltern noch in West-Berlin, der dritte Bruder auch. Und dann wurde, wir waren da von Juni bis September und im August, 13. August, wurde die Mauer gebaut. Mhm. Und wir saßen plötzlich in Frankfurt am Main und wussten nicht, ob wir noch nach Hause kommen, ob die wieder rauskommen. So. Es war auch noch, ich habe als Kind davon ja gar nichts begriffen, aber nee, im Nachhinein ist mir klar, was meinem Bruder durch den Kopf ging und meinen Eltern vor allem. Ne? Ja. Naja, also das, so waren die Anfänge. Und dann kam ich zurück, dann hieß es, da hat ein kleiner Junge was gedreht. Da habe ich beim Renaissance-Theater gespielt mit Uwe Hasse, Theo Lingen, im Berliner Theater. Ich habe die alle Berliner Bühnen durch, habe dann 18 Jahre hintereinander weg jedes Mal gespielt. Mein einziger, wirklicher, richtiger Schauspiellehrer war Martin Held. Wir haben ein Zwei-Personen-Stück über 5 Jahre gespielt. Von, da war ich so von 12 bis 17 am Schlossparktheater. Das war dann Repertoire, da hast du so 5, 6 am Anfang 10-mal im Monat, dann später 8-mal, 6-mal, 4-mal. Und dann spielst du eben das Ding so lange. Und also ich habe mit 12 angefangen. Ich habe immer gedacht, ich bin gut, wenn ich von der Bühne komme nach der Stunde und habe mich nicht versprochen. Und dann so mit 14 fängst du an, so ein bisschen mal was über die Sache nachzudenken. Und dann habe ich irgendwas gemacht. Und dann hieß es plötzlich von mir speziell, der Martin Held war ein Superstar. Ja. Und auch bei den Proben. Guten Tag, Herr Held. Tag, Lena. So, das war das Verhältnis. Und dann hieß es plötzlich vom Inspizienten, übrigens, wenn du dich umgezogen hast, du sollst zum Held in die Garderobe kommen. Oh. Ja, komm rein. Was ist, sag mal, du hast heute was anderes gemacht. Ja, tut mir leid, mache ich auch nie wieder. Es ist, nein, ist ja gut. Ist ja, du fängst jetzt an, dir Gedanken über die Rolle zu machen. Naja, bitte. Pass mal auf.
du kommst jetzt einfach nach jeder Vorstellung. Also wir hatten den ersten Einakter und danach spielte Kurt Bois mit ihm den zweiten Zwei-Personen-Einakter. Mhm. Und da war ja immer diese 25 Minuten Pause dazwischen. Kommst du nach jeder Vorstellung, kommst du zu mir in ihr Dings und dann reden wir. Und dann fing er an. Ich war ein Milliardärssohn, der dort lesen lernen soll, der den Professor quält, der arm ist, lassen Leute kommen, die ihm dann Essen hinstellen und dann zum Schluss sagen, ach, das sind Sie gar nicht? Nee, und dann wieder eingepackt und so. Mhm. Dann steckt er dem Geld zu, dann ist klar, das ist alles inszeniert. Und dann sagt, du spielst einen Sadisten, ne? Du weißt, was ein Sadist ist. Sag ich, ja, okay, weiß es nicht, pass mal auf. Und dann hat er mir einfach das vorgespielt, wie ein Sadist eine Fliege sieht, allein nur wie er sie sieht, wie ja. er so guckt und dann sieht er die Fliege. Und was er sich dann denkt, weil er ja schon weiß, was jetzt kommt. Und der grinst nicht, sagt nicht, der macht so. Jetzt geht es aber erstmal technisch darum, die Fliege zu kriegen. Dann muss ich erstmal ganz, ich kann dir das eine Stunde lang vormachen. Also was der ich schau dir eine Stunde lang zu. Es ist also so wirklich, faszinierend. Es ist wirklich, vielleicht für ja. einen Schauspieler eben. Werden, dann kann man wirklich was lernen. Dann hat er gesagt, es geht um die Technik erstmal. Es geht nicht um Freude. Es geht darum, dieses scheiß Ding zu kriegen. Und dann musst du wirklich sehr langsam hingehen und bist sehr konzentriert. Sehr konzentriert. Und dann machst du so. Und dann hältst du es ans Ohr und guckst, habe ich sie. Und dann bewegt sich was da drin. Und das ist schön. Jetzt hast du nämlich ein Opfer. So, jetzt kommt das nächste Problem. Jetzt musst du die Fliege so weit rauskriegen, dass du irgendwie sie zu fassen kriegst. Aber die darf dir nicht abhauen. Dann hast du sie, dann guckst du an, dann siehst du, hast du am Bein und die Flügel zappeln. Dann guckst du, dass du mit deinen dicken Fingern diese kleinen Flügel zu fassen kriegst. Und dann ziehst du. Und dann macht die, zappelt die und dann freust du dich. Dann drehst du sie in die andere. So hat er mir Theater beigebracht. Und weiter? Nein, ja, aber das ist so Gold wert, jetzt mal ganz meine ehrlich. Erste Schauspielerin, ja. diese 80-Jährige, die sagte so Sachen wie, du musst nur, ist immer wichtig, nur musst immer betont werden. Was soll ich ja. damit anfangen? Ja, das ist halt genau das. Jetzt sage ich mal was ganz Böses. Wenn jemand von euch Schauspieler werden will, meldet euch bei den großen staatlichen Schulen. Busch, Volkwang, Reinhardt. In Amerika ist es so, dass wenn du einen Workshop hast, da sind wirklich Top-Leute. Und dann kommt auch mal Tom Hanks vorbei oder Robert De Niro und erzählt eigentlich was. In Deutschland muss man ganz ehrlich sagen, die privaten Schulen, ich will es nicht über den Kampf, es gibt bestimmt auch da gute und weiß ich was, aber in der Regel, wer als Schauspieler gut ist und erfolgreich ist, der dreht, der spielt Theater, der macht Synchron, Werbung, Hörspiele. Mehr sage ich nicht. Also eure erste Frage, wenn ihr zu irgendeiner Schauspielschule kommt, fragen, was habt ihr denn gemacht? Was ist deine Expertise? Wo kann ich dich sehen? Hm. Gut. Du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, ich darf dich gerne mal ausbremsen, ich werde einen Teufel tun. Hast du getan? Ja, nein, jetzt. Tue ich nicht. Ja, ich möchte einmal kurz hier reingucken, ich weiß nicht, ob Chiara noch dabei ist, Patrick ist dabei, mhm. Freue ich mich, Linus guckt nachher nochmal nach, Ramona, schön, dass du auch da bist. Ron hat auch hier lustig schon reingeschrieben. Ron Williams? Fast Ron Klim, unser Stimme zur Marke Philosoph, der immer ganz gerne auch Schlusswörter schreibt. Das lasse ich aber jetzt gerade nicht mehr zu, mhm. Weil die einfach zu gut sind teilweise. Der hat auch schon hier lustig geschrieben, Linda Sasse guckt zu. Phil hat gerade eben ganz toll geschrieben, wir werden alle eine Stunde lang zuschauen oder auch länger, wenn du irgendwas machst. Also da gucken wir alle zu. Ron musste Silvester mal eine selbstverursachte Grube auf einem Feld mit dem Spaten zuschaufeln und hatte vorhin geschrieben, Wogen auf Social Media glätten zu wollen, ist aktuell die Definition von Sisyphus oder des Sisyphus. Mhm. Ist tatsächlich so. Genau, wollte mal kurz in die Runde auch sagen, schön, dass ihr dabei seid. Panchi, du hast
ich merke, dass ich in früheren Folgen und auch letzte Woche, als Jan Odle hier war, immer ganz gerne dieses Thema gehabt habe, wie war denn der Übergang von Kind zum Erwachsenen im Schauspiel, im Sprechen, im Sonstigen. Ich bin froh, dass du es gleich übernommen hast, weil ich mir extra heute nach Feedback vorgenommen habe, die Frage nicht zu stellen. Jetzt hast du sie mir reingebracht. Wie ist es denn, wenn du natürlich dann, du hast ja eine Schauspielschule eigentlich besucht auch danach, zwei. Wie war der Antrieb? Hast du wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt nochmal nachlegen? Du hast ja schon viel gemacht in der Zeit. Also du warst ja schon aktiv unterwegs. Das wäre ja wieder eine Geschichte. Und zwar, ich war bei zwei Privatschulen. Das erste war, wie gesagt, Malise Ludwig. Ja. Dann habe ich Theater gespielt in Lübeck. Und da war eine Schauspielschule und ich habe mich in ein Mädchen verguckt, Judith Luprian. Und die war auf der Schauspielschule und da bin ich dann mal ein bisschen hingegangen. Ich war ja Profi, ich war ja 18 oder was. Ich hatte also schon 10 Jahre, ich habe ja viel gedreht, ich habe ja synchronisiert, alles schon gemacht. Und dann kam ich da hin und dann waren zwei sehr nette lesbische Damen, die auch eine Tochter aufzogen. Es war eine unheimlich tolle Atmosphäre. Und die haben dann gesagt, ja, jetzt hier mit dem Profi, ja, dann, wir machen heute Improvisation. Willst du mal? Hatte ich nie gemacht, kannte ich nicht. Dann bin ich dahin und habe mit denen da improvisiert und das hat gut funktioniert und so, es hat Spaß gemacht. So. Schön. Schnitt, ich wieder nach Hause. Dann bekam ich einen Anruf von denen, von Frau Tuchtfeld und Frau Diebe und die sagten, wir machen bei Herrn Fiebach, das war die staatliche Bühne in Lübeck, machen wir als Schauspielschule Frühlingserwachen von Wedekind. Und wir hätten dich gerne für die Rolle des Melchior. Und gesagt, okay, was zahlt ihr? Nichts. Ja, gut. 3 Wochen proben, spielen, ein Monat ist weg. Sah finanziell nicht so gut aus. Wie also das in unserem Beruf halt immer wenig, ist, ne? 2 Tage später, also das Ganze sollte nach einem halben Jahr stattfinden, 2 Tage später Anruf, ich weiß nicht, Tatort, irgendwas, dickes Ding, wusste es. Gibt damals ja jemals 6.000 D-Mark oder 8 sogar. Also es war jedenfalls, das nächste halbe Jahr war finanziell abgedeckt. Habe ich angerufen und gesagt, ist die Rolle noch da? So, ja, ja. So. Dann bin ich dahin, habe das gemacht. Dann hat mich da Fiebach gesehen. Und dann habe ich später wie 1. Mai gemacht. Und zwar diese 100 Jahre, 150 Jahre Walter Kollo Tode. Mit René Kollo hat gesungen. Und Ivan Rebrov war da, Harry Wüstenhagen. Paul Kuhn machte das Orchester, also es war so ein richtig, bekam damals auch sehr viel Kohle für diese, weil es eine Fernseh-Live-Übertragung war und habe dann weiter Theater gespielt und weil ich nun schon mal da war und habe den Fritzi Jüterbock in Wie heißt der Mai gespielt, musste ich ein bisschen singen auch, war ganz lustig, habe ich dann, weil ich dann schon da war, den draußen vor der Tür den Beckmann gemacht auf der Kammerbühne. Und dadurch ergab sich auch später noch die neuen Leiden des Jungen. Ich war ein paar Mal da, habe also schöne Sachen. Ja. Da habe ich meine schönen großen Theatersachen gemacht. Der Witz bei der Sache war der, das war die zweite Schauspielschule. Kurz davor war es aber so mit 17. Ich habe dann, wie gesagt, Gymnasium geflogen, Privatschule, externe mittlere Reife gemacht. Das war dann Schluss für mich, die schulische Laufbahn. Und habe gedacht, ich melde mich bei der Max-Reinhardt-Schule in Berlin, da Bundesallee. Habe ich gemacht. Witzigerweise war der Direktor damals Moritz Millar. Und mit Moritz Millar hatten wir gerade ein halbes Jahr vorher gedreht, den Film vom SFB Kinderehen mit Haki Tenstedt, unser C3PO. Melkovic, deutsche Stimme, macht sehr viel Regie, toller Typ. Ja. Susanne Uhlen, also die ganze, alles was später mal irgendwie gut, hat da als Kind da gespielt, Kinderehen. Es waren immer so 16, 17-Jährige, die dein Kind bekamen. Und Moritz Millar war der Sozialarbeiter, der dann die ins Leben führen musste, um denen zu sagen, was man macht als Eltern, wenn man 16 oder 15 oder 14 ist. Und so, Schnitt, das war vorher gewesen. Jetzt habe ich da die Aufnahmeprüfung. Ja. Dazu muss man wissen, es melden sich da so 220 Leute an, 12 werden genommen. Ich habe ja meine Sachen ja schon gespielt. Ich war auch wenig nervös, so ein bisschen Kribbel, aber nicht so. Habe da meine Sachen vorgesprochen. Und dann passierte Folgendes. Dann hieß es irgendwie, wartet mal alle draußen und so. Und dann wurde es entschieden. Und dann kam Moritz Millar zu mir und sagte, pass mal auf, Georg.
Ich habe das versucht, irgendwie abzubiegen, aber die Kollegen sagen, nein, der muss in die Klasse rein, weil er kann wohl offensichtlich ein bisschen was. Also das haben die gesagt. Das Problem ist, ich habe mit dir gedreht. Ich weiß, ich denke ja auch in meinem System von meiner Schule hier. Und da sind 11 Leute, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, und dann stehst du daneben. Du spielst parallel gerade hier mit Martin Held noch im Schlossparktheater. Du sprengst mir die Gruppe, du sprengst mir die Klasse. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kommt noch was dazu. Du kannst schon vieles. Du kannst vieles, was die nicht können. Aber du hast auch ein paar Macken, die müsste man dir ganz individuell austreiben. Und deswegen, es wäre nicht das Richtige. Ich habe dann wirklich freiwillig verzichtet, weil er mich wirklich auch überzeugt hat. Also eigentlich das größere Argument war, dass ich die Klasse störe. Wow, okay. Mit den Macken, jeder hat eine Macke. Und eben. Ja. Okay, gut, das zum Thema jetzt. Also so gesehen waren es 3 Schauspielschulen. Okay. Zumindest die meisten kommen ja nicht rauf. Ich kam rauf, aber bin nicht hingegangen. Das ist auch nicht ganz, ein bisschen witzig. Irre. Wie war das auch dann für dich so in der Zeit? Ich meine, das ist natürlich auch ein riesen Benefit, weil du hast ja schon 10 Jahre Erfahrung hinter dir gehabt. Also irgendwie, ich kann mir das auch vorstellen, dass es für manche einen ganz schön schwierig ist, dann zu sagen, ja, was wollt ihr mir überhaupt noch beibringen? Also du bist ja auch ein bisschen nicht festgefahren, aber du hast ja deinen Weg ja schon so ein bisschen gefunden. Weißt du, in der Schauspielschule wirst du ja auch geformt und da wird erst nochmal resettet und... Ja, was schlimmer ist, ist eigentlich die Tatsache, dass du natürlich mit 17, 18 bist du halt eben präpotent. Ja. Das heißt... Ich bin der Star, mir gehört die Welt. Es gibt einen tollen Satz von Billy Wilder. Der hat mal gesagt, und da, wenn man sich jetzt mal an die Leute wie Demi Moore oder Christian Slater oder wie sie alle heißen hier oder im Gesangsbereich, Whitney Houston, Michael Jackson, der hat gesagt, wenn der liebe Gott einen Menschen wirklich hasst und fertig machen will, dann sorgt er dafür, dass er vor seinem 18. Lebensjahr Star in Hollywood wird. Oh, Und das sagt eigentlich alles. Was soll ein Justin Bieber, wenn der 14 ist, auf eine Bühne kommt, kommt ins Hotel, da liegen 14 und sagt, nimm mich mit auf dein Zimmer. Was soll noch kommen? Der geht doch nicht nach Hause und bringt den Mülleimer runter. Ja. Oder macht seine Steuererklärung. Und das ist auch ein großes, großes Problem natürlich, dass du, und ich hatte das Riesenschwein, dass ich Leute um mich herum hatte, schon vorher, so zur Schulzeit, Clique, kennt man ja. Ne? So abends am Fan, ein bisschen abhängen, knutschen, heimlich rauchen. Ja, so. Klar. Und dann lief irgendwann wieder was von mir im Fernsehen und dann bin ich ein bisschen stolz hingegangen. Ja, das war ja wieder eine Scheiße, was hast du denn da gemacht? So boof, so. Also da konnte ich nicht mit punkten. Und später war es dann so, da war die Clique nicht mehr so als wir Waltons aufgenommen haben, die Waltons. Ja. Da ist wirklich, wir hatten vorher schon immer, waren wir so ein Kleeblatt. Ronald Nitschke, Stimme von Tommy Lee Jones. Haki Tenstedt, kann ich euch schon erzählen, C3PO. Und dann gab es noch die Regieassistentin vom Griesmeier. Wir haben so zu viert immer gepokert, wir sind in die Sauna gegangen, wir haben Tennis gespielt, wir waren so richtig so Rat Pack. Mhm. Und dann fing das an mit den Waltons und ich hatte witzigerweise diesen Richard Thomas vorher in Bonanza, in einer Folge von Bonanza gesprochen. Mhm. Trotzdem haben die natürlich bei so einer großen Serie, haben die dann gesagt, wir machen noch ein Casting, dann ein Casting gemacht. Aber nach dem Motto, wenn jetzt nicht irgendwas völlig schief läuft, dann, ich hatte ihn gerade gesprochen, so, ich habe die Rolle bekommen. Und nun war das halt so, dass der John Boy, wenn man die Älteren kennen noch vielleicht, der war ja immer drin. Ja. Das heißt, wir hatten, weil es hintereinander wächst, waren ja zig, 100, also, weiß 200 habe ich alleine, glaube ich, gemacht und später gab es noch andere. Gab es immer 2 Regisseure, 2 Tonmeister, 2 Cutterinnen und dann die ganze Familie. Und wir waren damals nicht geixt, muss man dazu sagen. Heute sind wir geixt, wir sind alle alleine am Mikrofon. Wenn wir eine Liebesszene haben, sprechen wir alleine. Morgen kommt dann die Kollegin und knutscht dich dann ab. Du bist nicht mehr da, bist ja schon weg. Und das war so Mitte der 90er fing das an, aber zu der Zeit waren wir alle noch zusammen. Und Waltons, große Familie. Ach, okay. Große Familie. Gibt es so Erdbeerleitern, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Also ich mach's mal so. Das sind natürlich auch die kleinen Kinder. Madeleine Stolze kennst du? Ja, natürlich. Madeleine war die Elizabeth. Ach ja, stimmt. Ja. Und hier unser Topstar, der hat den Jason gesprochen. Ach Gott, ich mit meinem Namen. Wer hat den Goebbels gespielt? Das ist gerade wieder der Untergang.
Uli Mattes, danke. Ja. Danke, Uli Mattes, Uli Mattes. Uli, falls du das irgendwann dieses tut mir so leid. Und Uli Mattes sprach diesen jüngeren Bruder, den Jason. Mhm. Und wir haben halt da, weil die Kleinen mussten mit den Erwachsenen, Großmutter, ja. Dings zusammen. Und dann gab es eben halt, wir nannten es mal Erdbeerleiter. Das war so ein kleines Podest, das wurde da vorgestellt. Und dann, jetzt versuche ich das mal hier. Ich mache mal auf die große. Und dann war das so, ich muss aufpassen, dass ich mein Mikro mitnehme. Dann war hier das Mikrofon und dann waren eben 6 Leute drumherum. Und die mussten alle in diesem Take sprechen. Und dann bist du rangegangen und gesagt, schläfst du schon, Mary Ellen? Bist zur Seite und der nächste, ja, ich habe, so. So ging das. Das ist völlig verrückt. Ja. Und der für den Cutter natürlich. Ne? Ja, natürlich. Guck mal auf 6 Leute gleichzeitig. Die sitzen am Tisch, alle unterhalten sich. Also das alleine schon war ganz lustig. Aber wie kam ich denn jetzt wieder drauf auf die Waltons? Ich stelle mir das auch gerade vor. Ich bin jetzt gerade so begeistert, aber für mich war natürlich klar, du hast die Waltons erwähnt. Mhm. Für mich gab es 2 Dinge, die für mich... Ich habe jede Folge gesehen. Ich fand das ganz toll. Und am liebsten mochte ich tatsächlich immer dieses Gute Nacht, John Boy, Gute Nacht, Elizabeth, immer ganz am Schluss. Und die Hupe. Die Hupe von dem die Auto. Die Hupe von dem Auto, von, ja. Das war der... Ja. Aber das war doch auch der... toll. Sowas wie Gatsby, wie hieß der? Gatsy? Der hatte diesen The Grocery, diesen Ach ja, genau. General Store, wie heißt ja, das ja, sowas? Dieser Krämerladen. Gemischtwarenladen halt. Ja, ist ja. Ein Gemischtwarenladen, ne? Mhm. Das war Gary Duvner, der den gesprochen hat. Oh, okay. Gary Duvner, Barney Geröllheimer, Ernie aus der Sesamstraße. Ja. Da, jetzt erzähle ich das, wenn ich immer von mir. Wisst ihr, wie der Superstar, leider hat ihn auch schon der liebe Gott geholt, wie der zum Synchron gekommen ist, als ich 61 fing ich an. Und damals gab es gar keine Synchronschauspieler. Es gab nur Leute, die entweder im Schillertheater waren oder beim Reas oder beim Rundfunk, beim SFB. So, und dann gab es halt Leute, die spielten nicht die ganz großen Rollen am Schillertheater. Es hieß ja mal so eine, bei Barlog, die hatten ein Ensemble von 300 Leuten oder was. Es hieß, die kürzeste tragische Geschichte, eine Mutter hatte 2 Söhne, einer fuhr zur See, der andere ging zum Schillertheater, von beiden hat man nie wieder was gehört. So, und das ist, so war das da. Und dann haben halt, dann bist du da irgendwie so ein kleiner Angestellter, damals hat man vielleicht verdient 400, 500 D-Mark, da kostete die Miete vielleicht 60, so in der Richtung. Und dann haben die nebenbei mal irgendwo ein bisschen synchronisiert. Und dann haben die an einem Nachmittag 80 Mark verdient oder 100 Mark, haben 500 D-Mark Monatsgehalt gehabt. Saßen aber von 10 bis 16 Uhr auf der Probe, weil sie irgendwann mal raus mussten sagen, hier ist ein Brief für Sie, Herr Graf. Und die haben dann gesagt, irgendwann bin ich denn blöde? Ich sage so viele Termine ab, ich könnte ja 1000 D-Mark verdienen im Monat, wenn ich da immer greifbar wäre. Und dann haben die gekündigt und sind Synchronschauspieler geworden. Okay. Und deswegen gab es dann zum Beispiel in der, leider haben sie die abgerissen, in der Mühlenstraße, die BSG, Berliner Synchron GmbH, die machten damals die ganzen Filme, Wenzel Lüdecke. Und da gab es, unten drunter gab es eine, also im Souterrain gab es eine Kantine. Und das ist so ein bisschen wie damals, wer das noch kennt, diese Säulen von Taxifahrern, dann stehen da 10 Taxifahrer und warten auf, dass das Ding klingelt und der nächste ist dann dran. Natürlich bei Schauspielern geht es nicht nur nach der Reihenfolge, sondern es geht auch darum, ist der 30, ist der 50, ist der 70 und so. Da saßen unten 5, 6, 7 Leute und spielten Skat. Und dann kam aus dem Lautsprecher raus, Studie 1, 60, schlank, so. Dann, gut, der eine war 30, der jetzt dran gewesen, also gut, dann ist der gegangen, für den die Rolle eingegangen passte und so. Gab es so, Mensch, heute sind aber nur die 60-Jährigen dran oder so, ne? Also diese Sprüche. Ach, und irgendwann hieß es von oben, ein Chinese, klein, so 40, so. Dann war Gary Duvner, der saß da. Der war dran, ist nach oben gegangen. 2 Tage später, ist der zufällig da, der letzte Woche da, diesen Chinesen da in Bonanza? So wurde er Hop Singh. Und Hop Singh war der Koch von Bonanza und wurde plötzlich Serienrolle. Ja. Und kam plötzlich vom Ensemble zum Sprecher. So fing die Karriere von Gary Duvner an. Oh, wie schön. Ja. Es gibt so schöne Geschichten aus der Zeit. Ja. Aber wann ist diese, ich muss gerade mal blöd nachfragen, weil ich habe das so gar nicht mitbekommen. Also meine erste Synchronbegegnung hatte ich in den 80ern, also ich glaube so 81 war das oder so.
War das dann für die kleineren Ensemblerollen, was wir jetzt heutzutage so haben, dass man dann sagt, okay, man ruft einfach durch, was man so hat, also für nicht jetzt Hauptrollen, sondern für die kleineren, die halt. Damit gab es so diese Ensembletage. Ja. Da hatte man so die Leute, die Synchronbeamten, die kamen dann. Okay. Und haben dann, und es wurde zu der Zeit, was hier Thomas Danneberg, der unser Sylvester Stallone, Arnie Schwarzenegger und so, der jetzt nicht mehr leider arbeitet, der hat mal in einem Interview bei Kollegen von dir, bei Mediapaten, das habe ich mir mal angeguckt, und da hat er eins gesagt, was er am meisten vermisst an der damaligen Zeit ist, es wird nicht mehr gelacht. Was haben wir gelacht? Was haben wir für Quatsch gemacht, für einen Scheiß? Was haben wir Leute hochgenommen? Es war einfach unheimlich menschlicher und es wurde zu der Zeit gesoffen. Es gab viele Leute, die sprachen die absoluten Hauptrollen. Ich kann es jetzt mal sagen, ich habe das mit dem Korken, du kennst die Geschichte ja, mit dem Korken. Klar. Weißt du, wo ich die her habe, warum ich das mache? Mhm. Schon seit meinem damals ungefähr, was wie alt war ich, vielleicht 17, 18. Da gab es eine Top-Sprecherin, die ist mit Sicherheit tot, die müsste jetzt 120 sein oder was, Uschi Herwig, die sprach so Emma Peel und so, die ganzen Top-Leute. Und es wurde, wie gesagt, es war völlig Usus, es wurde geraucht, du hast die Leinwand kaum gesehen im Studio. Und dann wurde gesoffen. Es gab die Persico-Zeit, es gab die Bulls-Blau-Zeit, es gab die Cuba Libre-Zeit. So. Und da habe ich irgendwie gesagt zu Uschi, Wie machst du das? Du trinkst morgens schon so ein Wasserglas Wodka. Nur, wenn ich dran rieche, kann ich nicht. Das heißt, ich bin Alkoholiker, Georg, weißt du? Und das heißt also, als Alkoholikerin brauche ich einen gewissen Pegel. Dann geht es mir gut, dann bin ich da. Und abgesehen davon habe ich so einen Korken. Und dann zeigte sie mir den Korken und sagt, und den nehme ich dann immer in den Mund. Wenn ich zur Arbeit fahre und so, dann übe ich mal so. Und seitdem habe ich das gemacht. Und du weißt ja, ich habe damit mein Haus letztlich bezahlt. Mit dem Korken. Das Schöne ist tatsächlich, ich kann dich als Grund nennen, warum ich hier Korken verteile. Tatsächlich. Weil du bist doch das einzige Studio, das ich kenne, das dort jetzt ein Glas mit Korken hat. Ja, vorrätig. Und das bist du gewesen, der mich dazu bewegt hat, weil ich glaube, wir haben irgendeinen McDonald's-Spot aufgenommen, Monopoly-Burger, irgendwas, was ganz schnell gehen musste. Das McDonald's ganz einmal eins, ja, Produkte für jeden. Einmal eins, das war Preisempfehlung. Genau das. Genau das war es. Und ich noch gesehen habe und plötzlich packst du den Korken aus und gehst es fünfmal durch und dann saß dieses Ding. Natürlich habe ich dann mich erkundigt und geschaut und gemacht und getan. Aber jedes Mal, wenn mich jemand fragt, warum hier ein Korken ist, eingeschweißte Korken, die man natürlich haben kann. Hygienisch sauber. Absolut, das Korkenglas, genau. Unter uns steht auch noch drauf M-Sound. Genau. Nuschel-Ex. Steht auch noch drauf. Nuschel-Ex, das ist schön. Ja, wie Tipp-Ex. Genau. Und Jaffeld ist es tatsächlich hier. Genau. Und jedes Mal erzähle ich dann natürlich die Geschichte von dir. Ist ja ganz klar. Ich erzähle noch eine andere Geschichte. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich möchte hier mal kurz noch einwerfen. Ich habe ein paar Leutchen hier völlig über... Ja, ich habe die schon wahrgenommen, aber ich wollte jetzt nicht rein. Genau, Phil hatte ich vorhin schon. Bester Unterricht... Ron hat auch geschrieben, kann bitte mal irgendjemand erwähnen, wie gut unser Gast mit knapp über 50 aussieht. Der lebende Beweis, sprechen hält jung. Hier. Das war nicht das Cabriolet. Nein, aber da hat er schon recht. Also du bist schon auch ein Miterfinder des Jungbrunnen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kenn dich jetzt so lange, ja. Und meinen Augen... Hast du dich nicht verändert, tatsächlich? Du hast dich nicht verändert. Ich glaube, es gibt ein kleines Geheimnis. Und ich glaube, wenn man sich ein paar Leute, die auch noch älter sind als ich, wenn man sich die im Kino anguckt oder sowas, es geht um die Augen. Mhm. Und du siehst, ob das ein Morgan Freeman ist oder sowas. Du guckst in die Augen und du siehst ein Kind. Mhm. Die sind immer neugierig geblieben. Ich bin ja ein solcher Fan von YouTube geworden zum Beispiel. Das muss ich mal loswerden. Ich muss mal für diese Digital Natives jetzt mal wirklich sagen, Leute, natürlich gibt es Katzenvideos. Aber für mich, der eine mittlere Reife ist, der vom Gymnasium geflogen ist. Ich bin wissenschaftlich wahnsinnig interessiert. Ich abonniere Bild der Wissenschaft. Aber wenn ich vor 30, 40 Jahren mich jetzt mal für Quantendynamik interessiert hätte, was ich ja heute tue, dann hätte ich in irgendeine Bibliothek gehen müssen und hätte nicht gewusst, welche Bücher ich mir
rausholen soll und hätte wahrscheinlich auch null verstanden, weil mir erklärt es ja keiner. Heute gehe ich in YouTube rein, dann kann ich gucken, Harald Lesch, der erklärt mir die Relativitätstheorie. Ja. Da gibt es Leute, die erklären die Quantentheorie. Mhm. Und zwar nicht, dass du da anfangen musst zu rechnen wie ein Blöder, sondern auch die philosophischen Aspekte, ja, und so. Und das ist, ich liebe dieses Internet, weil ich mich heute, wenn ich will, weiterbilden kann ohne Ende. Ich habe immer schon meine Heimwerker-Sachen gemacht. Ich habe jetzt gerade wieder, war leider die Hinterwandspülung nicht ganz dicht. Ja, alles rausgerissen, war dann bei der E-Tung, war das, alles rausgerissen, Dings. Und dann guckst du halt nochmal ganz schnell in so ein Tutorial nach. Das ist so und der dann Hammer. Sagst du ja, ach komm, ja, siehst du, das hätte ich jetzt vergessen. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, stimmt. Ja. Ihr habt es so gut mit diesem Fundus an weltweitem Wissen, was ihr da euch angucken könnt. Guckt euch nicht nur Katzenvideos an, bitte. Nutzt es. Carpe diem. Aber weil du es auch sagst, also ich wirklich, egal was es ist, Handy funktioniert nicht, irgendein Absturz, Spülung vom Klo geht nicht, whatever. Es gibt wirklich für jedes Ding ein YouTube-Video. Muss ich euch erzählen. Und das ist so der Hammer. Ich muss ganz schnell was los. Ich habe seit gestern, ich habe immer 3 Jahre ein Leasingfahrzeug, weil ich mag nicht, also ich, Geschäftsleasing heißt, wie am Flughafen, ich miete es an und nach 3 Jahren weg, ich muss es nicht verkaufen, ich muss keinen Käufer, alles diese Sachen nicht. Und habe seit gestern den neuen Qashqai e-Power. Oh, cool. So. Mhm. Sitze gestern Abend drin, weil ich natürlich, jeder weiß, dass Google Maps unschlagbar ist. Diese Heimnavis, ja, ist ja, der dann mal, egal. So, ist kein Problem, spiegelt man, hast Android 12, also ist es schon von Haus aus drin, musst du nicht runterladen, dann verbindest du es mit dem Kabel. Irgendwie, das mit dem Bluetooth geht da wohl. Es gibt verschiedene Modelle, die können das. Also bei mir muss man noch ein Kabel reinstecken. Das ist auch nicht das Problem. So, dann sagt dir das dann in deinem Handy, sagt so, und jetzt bitte weiter im Display vom Auto, machst du da weiter und so. Und dann heißt es, mit dem Telefon verbinden, drückst drauf und dann sagt er, ist während der Fahrt nicht möglich. Ich stehe in der Garage. Gut, ist während der Fahrt nicht. Dann machst du nochmal irgendwie neue, versuchst du irgendwie den. Ist während der Fahrt nicht möglich. Dann drückst du, dann sagst du, okay, ich sitze im Auto, ich mache das zu. Ne? Klack. So. Ist während der Fahrt. Oh. So, dann gehst du, sagst ich mit Google Sprachnachricht. Es kommt immer diese Nachricht, dann kommt irgendwie jemand hat die gleiche Frage, dann kommt die Antwort, hast du schon mal versucht, die Handbremse anzuziehen? Ausgemacht. Handbremse. Wunderbar, verbunden. Ach komm. Ja. Deswegen musste ich es loswerden. Irre, irre. Ja, aber eigentlich auch. Ich würde heute noch sitzen in der Garage, wenn das kein Google geben würde. Aber mega, mega. Also, ja klar, aber genau das ist es, weißt das du? Ist es, ja. Ja. Mir ist es auch, ich habe jetzt auch so für den Gesang habe ich mir so ein Effektgerät auch gekauft, um halt so ein Hall, Echo und so Kram zu haben. Und bestimmte Dinge funktionieren nicht. Und dann guckst du die Anleitung an und merkst so, ich habe keine Ahnung, ich kann Manuals lesen, ich bin Techniker, ich kann das, ja. Ich kann es auf Deutsch oder auf Englisch lesen, ich habe damit kein Problem, aber steht nicht drin. Es steht einfach nicht mehr drin. Weil die Leute, die es gemacht haben, für die ist es ja gar kein Problem. Eben. Somit steht das nicht drin. Und ohne YouTube, ganz ehrlich, ach mein Gott. Nicole, sorry, du heißt tatsächlich da Facebook-User, weil Facebook irgendwie wieder so ein eigenes Ding macht und die Chat-Funktion rüber, dass wir es einblenden können. Aber ich weiß, du bist's genau. Und du hast ja auch hier nach dem Ron geschrieben, tatsächlich von ihm habe ich hier ein Autogramm hängen, ich weiß nicht mehr, auf wen du dich bezogen hast, hast ihn auf der Hörmich in Hannover getroffen. Da war ich, das könnte da von warst du mir sein, auch, ja. Doch von, war er da auch einen Zusammenhang zu dem anderen Sprecher, aber den glaubt er, der weiß ich gar nicht. Aber Nicole sagt Autogramm nochmal, sagt er gern nochmal. Und Ron, natürlich hätte er auch gerne in der Kuba Libre Zeit gesprochen. Genau, und Nicole hat vorhin schon geschrieben, in meinem Kopf höre ich bei seiner Stimme direkt Gigedi. Wir sind so wahnsinnig weit schon wieder vorgegangen. Ich gehe mal kurz noch mal ein paar Schritte zurück. Ja. Darf ich mir ein Gummibärchen in der Zwischenzeit zwischen die Kiemen schieben? Ach, ich kann dir gerne noch ein paar holen auch. Die knistern so schön, haben wir alle Spaß. Genau. was war eigentlich deine erste Synchronrolle? Das war, kann ich dir sagen. Also, naja, die erste Synchronrolle wird wahrscheinlich auch was Kleineres gewesen sein. Aber ich habe ziemlich bald, da muss ich so 10 gewesen sein, eine Serie gehabt, die hieß Kentucky Jones. Ja.
Und die Geschichte war die von einem kleinen Halbchinesen, dessen Eltern gestorben sind und den adoptiert eine amerikanische Familie auf dem Land mit einer Farm. Und während der da, das ging ja nicht wie heute, dass das Flugzeug morgen bist du da mit dem Schiff, in der Zeit stirbt die Mutter von der Ranch. Und jedenfalls, das ist dann der Großvater und der Vater, die ja nichts damit zu tun hat. Die Mutter wollte ja das Kind. Und dann kommt der kleine Junge da an mit 8 Jahren und die wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Mhm. Auf der Ranch, der Vater und der Großvater. Und das, was sich daraus entsponnen hat, war eine Serie, eine 13-teilige Serie, Kentucky Jones. Zu der Zeit haben mich dann später auch meine Kumpels dann immer Kentucky genannt. Das war vielleicht lustiger als Punchy, aber ist egal. Aber Kentucky. Ja, okay. Okay. Ja. Deutsche Synchron. Ah, Nicole. Entschuldige, Michael. Michael Hans-Georg hat auch bei der Curiosity Show mitgesprochen. Sagt der Kai. Ja. Mit Erich Ludwig zusammen. Wir beide haben uns da abgewechselt. Und tatsächlich, Nicole hat ein Autogramm von dir da hängen. Tatsächlich, ja. Genau. Warte, ich mach nochmal auf die Kamera. Ich war jetzt auf der anderen. Habe ich Nicole richtig geschrieben, so mit C und so? Ja, hoffentlich. Genau. Und das Stefanie. Das hätten wir bestimmt schon. Ja, wahrscheinlich, genau. Liebe Grüße aus Berlin von der Stefanie. Ach, die ganze Family kommt hier wieder zusammen. Das ist sehr schön. Wann bist du eigentlich da in den Süden? Und 80. Wie kam das? 80 bist 80. du her. Weil mein Sohn Janni, der Jan Sebastian Makino, geborener Panschak, der hatte die Schnauze voll mit dem CZ, ZC, Planschsack, wie heißen sie? Und der spricht den Kyle in South Park. Davon mal abgesehen, der ist in Berlin jetzt. Ja. Und der war damals halt 4. Der 75 geboren, wir sind ja bevor seinem Geburtstag, der ist im Dezember geboren. Und wie das krass, mit dem Kleinen. Ich bin ja gar nicht so viel älter. Ich dachte, der ist wesentlich jünger. 75. Also ja. Durfte ich das sagen, Jan? Das steht bestimmt irgendwo bei Wikipedia. Steht, ja, klar. Steht bei Wikipedia auch. So. Und der war halt eben geboren worden. Und dann waren wir damals wohnten in so einer schönen Altbau-Mietwohnung in der Krumme Straße, Berlin-Charlottenburg. Krumme Straße, genau da, wo sie den Knick macht. Das fuhr auch ab und zu mal ein Auto in die Scheibe da rein, der die Kurve nicht bekommen hat. Also jedenfalls, es war nicht sehr sicher, wenn du so ein kleines Kind hast. Ja. Und es war unten links eine Kneipe, unten rechts eine Kneipe. Nachts um 3 oft Blaulicht bei uns im Fenster, weil unten wieder irgendwas war. Und dann bist du auf den Spielplatz gegangen und wenigstens nach 10 Metern hat es das erste Mal in die Hundescheiße getreten. Okay. Dann der ganze Dreck. Und irgendwie haben wir gesagt, nee, wir müssen irgendwie raus. Wir waren natürlich noch ein junges Paar, noch nicht so viel Kohle. Dann haben wir erstmal in Berlin geguckt, ne? Ja. Bars. Grunewald war, so wie hier, ich weiß nicht, Säulen oder Grünwald war gar nicht zu bezahlen. Aber jedenfalls, wir haben dann geguckt, irgendwo an der Zonenrandgrenze nichts zu kriegen. Und meine Schwiegereltern, die lebten, der Vater war Orchestervorstand in der Deutschen Oper Berlin und der war retired. Mhm. Und ist dann der war immer geklettert und sind die nach Bad Wiessee gezogen. Da haben wir die ein paar Mal besucht und so. Und irgendwie zu der Zeit drehte ich sehr viel, drehte aber in Hamburg, Österreich, sonst wo. Ich drehte kaum in Berlin, meistens irgendwo unterwegs. Andererseits habe ich dann, wenn ich zu Hause war, synchronisiert in Berlin Hörspiele gemacht, SFB, es wurden damals noch viele Hörspiele gemacht. Ja. Und das war eigentlich klar, wir können überall hin, entweder Hamburg, Berlin oder München. Also als Zentrum, wo ich arbeiten kann. Und dann haben wir festgestellt, Bad Wiessee, München, das kann man noch geht bewältigen. Schon, ja. Das ja. war zu der Zeit, als wir 1980 hinkamen, wurde gerade bis Holzkirchen dreispurig ausgebaut. Und dann fuhr ab und zu dann ein Auto lang und da sagte, was machen die mit der dritten Spur hier? Heute, ich bin heute, als ich heute reinkam, die standen vom Brunntal-Dreieck wahrscheinlich bis Irschenberg. Krass. Also davon mal abgesehen, zu der Zeit war das alles noch ein bisschen anders. Und dann saßen wir irgendwie da und haben gesagt, wir müssen irgendwie raus. Wir müssen mit dem Kind irgendwo ins Grüne. Und dann bot sich das an, dann haben wir geguckt, da gab es eine Sache zu mieten in Schaftlach. Das erste Mal waren wir einen Tag zu früh da, dann saßen wir da am Bahnhof Schaftlach, Europas höchster Knotenbahnhof, ja. Da geht es nach Bad Tölz und nach Bayerisch-Zell, also das muss man mal wissen, 750 Meter hoch. Ui. Und da saßen wir, dann hatten wir uns mit dem Makler verabredet, saßen da am Samstag und es kam keiner. Dann haben wir nochmal geguckt, ach so, wir hatten uns Sonntag verabredet. Naja, sind wir wieder
zu der Schwester nach München. Damals ein junges Paar, wir hatten ja nicht mehr das Geld für ein Hotel. Wir haben ja bei der Schwester dann gewohnt in München. Klar. So, und dann sind wir am Sonntag wieder mit unserem R5 Revolverschaltung. Oh, geil. Ja, schönes Auto. Ja, total. Sind wir wieder rausgefahren, setzen uns hin. Und dann kam dieser, wir hatten 14 Uhr oder was, und dann kam dieser Makler an und sagte, tut mir leid, also das war so eine kleine Haushälfte, aber ist nicht eine ganze, sondern so ein bisschen, so eine Wohnung in der Haushälfte mit Garten, aber das ist leider weg. Und in dem kommt der nächste Wagen und dann stiegen zwei Frauen und sagen, Entschuldigung, wir möchten uns das bitte dann doch nochmal überlegen. Und dann haben wir gesagt, okay, der Makler sagt, dann zeige ich den dann. Ja. Und dann sind wir wieder hingefahren und auf dem Weg dahin kamen wir schon über den Bahnübergang, dann kamen wir hinten und diese untere Siedlung. Und da habe ich zu Renate, pass mal auf, wenn es irgendwie gut aussieht, du siehst, die Leute sind da, dann gib mir ein Zeichen, ich brauche es von dir, dass du sagst, ja. Es kam noch jemand damit, wir waren nicht allein, wir waren noch mit einem anderen Pärchen, glaube ich. Und dann sage ich, wenn du das machst, dann sage ich dem sofort, dass wir zuschlagen. Und dann war das auch so, wir kamen da rein, es war schön mit dem Garten links und so, und die machte nur. Und dann habe ich noch was gefragt wegen Keller. Ja, ich zeige in den Keller, dann bin ich mit dem runter und gesagt, wir nehmen es. Und da haben wir da uns damals 800 D-Mark für eine Haushälfte gemietet. Der Vermieter war ein Drachenflieger. Der wohnte in Penzberg. Ernst Harrer, der wird, glaube ich, noch leben. Und das war, wir haben keinen Mietvertrag gehabt. Wir haben Handschlag gemacht. Der wusste, jetzt hat er einen, wenn die Glühbirne ausfällt, rufe ich nicht an und sage, Herr Harrer, hier ist die Glühbirne kaputt. Genau. Sondern der schraubt die selber ein. Ja. Wir waren 8 Jahre lang waren wir glücklich. Also, nee, 10 Jahre waren wir glücklich. Und dann hat der Mann leider das Objekt verkauft an irgendwie einen Schwager, irgendwas. Und die hatten einen Straßenzug in München geerbt. Und wussten nicht, wohin mit den Millionen und haben nochmal schnell das Ding für 1 Million gekauft. Ja, okay. Und das Erste, was sie machten, sie wollten mehr Miete haben, das war in Ordnung, wir hatten auch weniger vergabt. Und irgendwann sagt Renate, du, da steht ja in meinem Garten. Sag ich, was? Entschuldigung, ach, Herr Gredler war mein Vermieter. Mit einem Schaufel. Was machen Sie denn da? Ja, ich habe jetzt gerade in Greiling gebaut und Sie haben ja hier diese Weide, das haben Sie ja erzählt. Ne? Sie haben ja von der großen Weide haben Sie einen Steckling reingesteckt, das war jetzt mittlerweile so ein kleines schönes Bäumchen. Das passt bei mir sehr gut rein. Ist ja Mietsache, gehört ja mir. Und da wussten wir, da wären wir nicht mehr alt. Oh, das geht ja gar nicht. Ja. Und dann hat jemand gegenüber, mit Leuten, mit denen wir so lose befreundet waren, hat eine Haushälfte, mein Umzug war Zwieselweg 24 in Zwieselweg 27, das haben wir mit einem Skateboard gemacht. Und dadurch, dass es mit einem Skateboard war, ist dann auch das Telefon draufgegangen. Aber mal ehrlich, das sind doch so Momente, nochmal ganz kurz zurück auf dem, es gibt halt so Anzeichen, wie jetzt wenn der das Bäumchen auspflanzt, irgendwie, wo du genau weißt, okay, danke Universum, das war der Fingerzeig, mir zu sagen, hey, das ist es nicht mehr. Und finde ich aber auch hart. Aber ja, tatsächlich dieses, wir haben uns heute auch eine Wohnung angeschaut, irgendwie ein bisschen Veränderung und das ist halt auch dieses, ja, nehmen, okay, gleich entscheiden und irgendwann merkst du, es passt halt einfach und ich glaube auch, dass Vermieter das ganz gerne mögen mit, wenn man nicht wegen jedem Furz anruft. Also, das ist der Punkt. Ja. Das ist sowieso meine Lebensweisheit, dass man sich auch versucht, in die andere Seite reinzudenken. Ja. Das ist das A und O. Wir haben ja viele Probleme, was wir noch nicht besprochen haben, mit Krankenkassen. Das muss ich mal für alle erzählen, das ist vielleicht für selbst, man denkt ein trockenes Thema, ne? Steuer, Sozialversicherung. In Deutschland gibt es Unternehmer, die sind umsatzsteuerfähig. Wenn sie über die Kleinunternehmer-Dings kommen, sie haben eine Option, darauf zu verzichten, wenn sie unter 22.000 im letzten Jahr verdient haben, umgesetzt haben. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie haben das Recht, Umsatzsteuer zu nehmen und müssen am Jahresende als Firma eine Bilanz machen oder als Freiberufler eine Einnahmeüberschuss. Ja, das sind diese mit dem vom Umsatzsteuerzahlung befreiten, Paragraph. Das wäre der Paragraph 19. 19 war es. Umsatzsteuergesetz, ja. Der befreit dich, als bist du Kleinunternehmer. Mhm. Darfst keine Mehrwertsteuer ausweisen, kannst aber auch keine Vorsteuer, die du betrieblich nutzt, absetzen. Genau. Deswegen rate ich den Leuten immer ab 1. Euro, weil alleine jetzt, wenn ihr nur, ich weiß nicht, 500 Euro verdient, ihr könnt als Synchronschauspieler. Ja, ich muss erstmal andersrum anfangen. Dann gibt es die abhängig Beschäftigten. Mercedes-Benz, stehst am Fließband, so, fertig. Dann bist du sozialversichert, hast kein Anrecht auf Mehrwertsteuer. Wenn du ein Handy kaufst, dann kostet es ein Apple 1.200.
So, oder 1190. Für den Unternehmer kostet es ja nur 1000, weil die 190, die setzt er ja wieder von der Steuer ab, die Vorsteuer. Genau. So, vorausgesetzt, er hat ein privates Handy und das ist dann das Geschäftshandy, weil bei der Steuer gilt ja das Prinzip, dass du es trennen musst, das Private vom Geschäftlichen. Ne? Deswegen sage ich meinen Leuten mal, denen ich bringe so ein paar Schauspieler, die dann Synchronschauspieler werden wollen, bin ich zuständig als Dozent für Sozialrecht und Steuerrecht und sage immer, wenn ihr ein neues Handy kauft, das alte nicht wegschmeißen, kauft euch eine Prepaid-Card von Aldi, tut die rein, dann habt ihr ein privates Handy und ihr habt ein Geschäftshandy und dann könnt ihr das Geschäftshandy absetzen. Und wenn dann der Finanzbeamte sagt, ja, die telefonieren ja privat, sage ich, nee, dafür habe ich mein privates Telefon. Ihr könnt es trennen. Zwei Fernseher, im einen gucke ich beruflich, den anderen gucke ich Fußball privat. Komm, jetzt mal ganz ernsthaft. Echt jetzt? Also ja. Zwei Fernseher? Nee. Ja, natürlich. Ach komm, das ist doch, also so können ja nicht mal Finanzbeamte sein, dass sie das nicht irgendwie... Darum geht es nicht, es geht nicht um Logik, es geht um Gesetze. Ja, es geht um Gesetze und im Gesetz, und es gibt Leute, ich sag nur Donald Trump, $1 oder was, oder wie heißt der, Elon Musk, ne? Wie viel, 1% Steuern, ja. Bezos, also, da, ne? Also wenn wir davon reden, und die machen das legal. Weil aber sie mit Irland ein Geschäft zugemacht haben. Lass uns da nochmal ganz kurz einen kleinen Bogen nehmen. Ja. Erster Bogen ist, die Stunde ist um. Ich möchte mich jetzt in aller Form und Freundlichkeit nicht entschuldigen, auch nicht rechtfertigen, sondern einfach, ich möchte euch allen gratulieren, dass wir noch eine Stunde mehr wahrscheinlich haben werden mit Georg, beziehungsweise für mich natürlich Punchy. Georg kriege ich irgendwie nicht so ganz hin, weil seit 25 Jahren ist das so. Alles gut. Was ich jetzt reinbringen wollte, ja, war nämlich genau rein, der Aspekt, ja. Zu sagen, okay, neben all dem bist du so wertvoll, du hilfst so vielen in dieser Branche gerade, die auch Ahnung haben von dem, was sie da tun und auch seit Jahren dabei sind, bei den Themen, wo wir wirklich alle denken, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich selber habe ja auch so ein Lieblingsthema, die Künstlersozialkasse. Auf der anderen Seite ist es so, was ich jetzt wahnsinnig spannend fand, ist eben dieses, dass du selbst Kleinstunternehmern zur Mehrwertsteuer rätst eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil viele sind ja stolz drauf, hey, ich bin von der Umsatzsteuer befreit, weil es weniger Aufwand ist. Man muss halt weniger... Es ist ein weniger Aufwand, das stimmt. Ja, ja, genau. Und deswegen machen das auch sehr viele, aber die Frage ist, was halt wirklich sinnvoller ist. Panchi, du bist... Ich kriege das immer wieder als Feedback auch, du bist ja oft auch Thema, wenn du nicht dabei bist, also wenn man mit Kolleginnen spricht, KollegInnen, um es mal richtig zu gendern, da hat mir der Punchy wieder geholfen, hey, ohne Punchy hätte ich das nie hingekriegt und es ist irre, wie bist du da überhaupt dazu gekommen, dass du dich da so reingewuselt hast, weil ganz ehrlich, ich, wenn meine Steuerkanzlei anruft, denke ich schon so, wo gehe ich da jetzt hin, ich verstehe doch sowieso nichts, was die mir jetzt gerade erzählen und das ist doch aber leider ein so wahnsinnig wichtiges Thema. Es ist erstmal sehr wichtig, gerade für Künstler, weil die alle natürlich sagen, ich bin Künstler, ich habe damit nichts zu tun. Was eine Katastrophe ist, weil man kommt in dieses Mühlwerk und das Problem. Und deswegen muss ich das nochmal ganz kurz, was ich vorhin angefangen habe. Es gibt den Unternehmer, es gibt den abhängigen Beschäftigten. Und weil Heinz Petur, die deutsche Stimme von Darth Vader, beim Rias damals fest angestellt war. Und wir haben damals auf Lohnsteuerkarte synchronisiert. Und dann hast du natürlich eine Lohnsteuerkarte, wenn du bei Mercedes arbeitest, hast du einen Tag im Jahr. Die guten Leute damals haben aber in der Woche 50 Jobs gehabt. Es hat jede Woche hat ein Honorarbüro 50 Zettel angeklebt. Und wenn Heinz Petur zum Finanzamt ging und der dann sagte, kann ich mal Ihre Steuerkarte sehen, dann macht der, ich muss mir jetzt mit der Kamera machen. Warte, mache ich. Macht der so, hier ist meine Steuerkarte. Hui! Und dann war das so 5, 6, 7 Meter war die Steuerkarte lang. Krass, ja. Und der hat damals schon gesagt, ich bin doch fest angestellt beim RIAS, bin doch abgesichert, das ist doch alles sozialversichert, das ist doch selbstständig, wenn ich da nebenbei synchronisieren gehe. Ja. Und hat dann geklagt, steuerrechtlich, und das ging bis zum Bundesfinanzhof 1972. Und der Bundesfinanzhof hat natürlich gesagt, es ist uns doch im Prinzip scheißegal, ob wir das Geld kriegen als Lohnsteuerabzug oder bei der Einkommensteuer. Ja. Der Staat kriegt genau die gleiche Kohle. Genau, eigentlich wurscht. Die Firmen haben dann natürlich an Honorarbüroleuten sparen können, weil jetzt die ganze Lohnsteuersache wegfiel. Mhm. Daraufhin hat der deutsche Synchron Brunnemann, wollte ich jetzt gerade mit Ringelmann hier. Ja, der Brunnemann ist der Tatortmensch. Sagte dann sofort, oh toll,
die Leute sind selbstständig, dann brauche ich ja keine Sozialversicherung mehr zu zahlen, 20%. Mhm. Und dann sagte die AOK, nee, die Leute sind nicht selbstständig, die sind nach dem Sozialrecht abhängig beschäftigt. Das ging jetzt natürlich auch bis zum Bundessozialgericht, hatten wir schon das Urteil von den freien Mitarbeitern mhm. 73, aber er hat dann geklagt. Mhm. Und ich war einer mit Norbert Langer, glaube ich, und Christian Brückner, ich glaube, wir drei waren das, wir waren die Beigeladenen, uns hat man als Beispiel genommen dafür. Ja, klar. Deswegen habe ich noch die ganzen Gerichtsunterlagen. Weil mein Vater, wie gesagt, ja. bei der BFA war, ich habe das alles schön aufgehoben, was sehr wertvoll war. Und da ist dann eben 1978 war dann die Anerkennung von Karl-Heinz Bonnemann, weil der Richter sagt, Entschuldigung, ich habe hier das 73er BSG-Urteil. Das mag ja sein, dass der steuerlich selbstständig ist, aber gucken Sie mal ins Sozialgesetzbuch. Ne? Da wird ja nicht die Selbstständigkeit definiert, sondern die abhängige Beschäftigung. Und da wird gesagt, in den Betrieb eingegliedert, ja. weisungsgebunden, genau. kein Unternehmerrisiko. Wenn ja. ich heute einen Tick spreche und der gefällt dem Produzenten nicht, er zahlt mir mein Honorar und muss einen neuen holen. Ja. Es gibt noch einige Kriterien. Es gibt so einen Dienstplan, das ist bei uns die Disposition, genau. im Team arbeiten und so weiter. Das bedeutet ja, ich kann ja nicht, der Fliesenleger ist natürlich auch weisungsgebunden, der kann ja keine grünen Fliesen legen, wenn du rote haben willst. Aber der kann dir sagen, ich habe eine große Baustelle, ich komme morgen nicht, ich komme übermorgen. Oder ich schicke jemand anders. Geht beim Schauspieler, beim Synchronschauspieler nicht, der muss selber ja. sprechen. Es gibt tausend Gründe, warum eindeutig, mhm. das haben wir jetzt 2017 endgültig nochmal BSG-mäßig, also Bundessozialgericht, ja. Bestätigt bekommen, synchron, ist sozialrechtlich eine abhängige Beschäftigung und steuerlich eine selbstständige. Und das verstehen nicht mal Finanzämter, nicht mal Krankenkassen, nicht mal die KSK. Ja, total. Ja. Da gibt es immer wieder Probleme. Mhm. Weil dann sagt die KSK, die sagt, wir möchten wissen, was ihr selbstständiges Einkommen ist, ja. dann schicken sie mal den Steuerbescheid. Ja, da steht natürlich unter Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit natürlich die Rechnungen, die du schreibst als ja, Werbesprecher, als Regisseur, als Drehbuchautor, was auch immer. Und da sind deine Synchroneinnahmen drin und die Synchroneinnahmen sind ja bereits sozialversichert. Die gehören da nicht rein für die KSK. Aber bis die das begreifen, hast du 50 Mal hin und her zu schreiben. Also bei den Leuten helfe ich, die dann so... Also um das Problem nochmal zu klären, es gibt nicht der Schauspieler, nur der Synchronschauspieler ist die einzige Beschäftigung, die steuerlich Unternehmer ist und als Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig. Das gibt es sonst in keinem anderen Metier. Und das weiß dann eben natürlich, wir stören auch. Wir stören ja auch die Rentenversicherung. Ja, die Rentenversicherung hat pro Jahr 12 Plätze oder sowas. Ne? Normalerweise kommt da eine Zahl rein. Bei uns kommen da 100. Da platzen ständig jetzt Rentenkonten. Da sind wir, versuchen das gerade alles zu klären mit den Leuten. Das ist Phil schreibt ja auch gerade, klingt immer noch nach Hackmack. Aber natürlich ist es das. Aber wäre es dann nicht irgendwie sinnvoller, politischer Berater zu sein und das einfach mal sauber zu ziehen? Ich habe in den letzten 20 Jahren so viel gelernt über die Bundesrepublik. Mhm. Okay, also das fällt dann schon mal aus als politischer Berater. Dass wir überhaupt ja. 8 Jahre lang selbstständig plötzlich abgerechnet wurden, ist ein Tatort. Mm. Ich versuche mal ganz schnell zu sagen, bis 1999 war die Prüfhoheit bei den 270 Krankenkassen. Die Krankenkassenprüfer kamen zu Synchronfirmen, die prüfen alles. Synchronfirmen mit diesen Leuten haken dran weg. 1999 ging die Prüfwahrheit an die deutsche Rentenversicherung über, da kamen die Profis. Die haben nur noch gesagt, was ist denn das hier? Deutsche Synchron 3 Millionen, BSG 5 Millionen, Nachzahlung. So, mhm. Die konnten Widerspruch einlegen. Ich gehe jetzt gar nicht auf diese ganzen Namen ein, wie Arbeitsministerium und Geschäftsführung von Synchronfirmen die gleichen Nachnamen hatten. Lassen wir jetzt mal schön weg. Tatsache ist, dass man, obwohl es eindeutig Rechtsbruch war, die Rentenversicherung beauftragte, doch sich was einfallen zu lassen, damit das befriedet wird. Jetzt muss er dazu wissen, die Rentenversicherung, das sind die Grundsatzabteilung, die beauftragen den Prüfdienst, die machen die Prüfkriterien, die müssen die aufstellen. Wenn die jetzt sowas haben, dann haben die, müssen sie, wenn sie was machen wollen, müssen sie etwas sagen, das ist ein rechtsunsicherer Begriff. Okay. Und ich muss sagen, in München wurden wir immer versichert, in Berlin, aber gab es nach der Wende viele kleine Kellerstudios, dann schreibt man immer eine Rechnung und so. Und dann war es plötzlich, das flog ja alles auf, weil dann die Kleinen schrieben Rechnungen und dann sagten irgendwann die Großen, ja bin ich denn blöde, ich zahle immer die Sozialversicherung. Haben die auch angefangen so zu genau. rauschen. Dann kam die Prüfung, die flogen auf
Und dann wurde ein bisschen mal so hinter den Kulissen mal gearbeitet, lobbyistisch. So, und dann hat sich jemand gefunden bei der Deutschen Rentenversicherung in der Grundsatzamtlehrung, der dann sich da mal Gedanken macht, der hat neue Gesetze rausgekramt. Das war dann das Bundesfinanzhofurteil von 1972. Der hat zum Beispiel zitiert das Ich-AG-Gesetz, was rausgekommen war wegen Gegenscheinselbstständigkeit. Ja. In dem steht wortwörtlich drin, in dem Gesetz, darf nicht dazu führen, dass bisher abhängige Beschäftigungen in die Selbstständigkeit überführt werden. Und das hat der als genommen, um die Selbstständigkeit bis zu 3 Tagen einzuführen. Ja, aber ist das, ist das nicht diese Grauzone, diese Das war geklärt. Ja, ja. Das Bundessozialgericht hat 2017 nur zu dem Rundschreiben der Spitzenorganisation der Sozialversicherungsträger nur einen Satz geschrieben. Das Rundschreiben vom 30. September 2005 ist ohne Belang. Mhm. Das ist intern so, als wenn du sagst, behördlich gesehen. Ja, natürlich. Sag mal, wie ist das denn? Ich bin der Meinung, dass viele in dieses Business, ich bin gerade abgelenkt, Michaela hat geschrieben, hey, guten Abend, Frage, wie du zum Synchron gekommen bist, spul zurück. Ich bin nur abgelenkt, spul zurück. Haben wir schon gesagt. Jetzt ist es so, ich merke, durch das meine Steuerkanzlei, wusste auch nicht sehr viel, was genau diesen Job angeht, hat sich da auch reinarbeiten müssen und auch da haben die auch gesagt, oh mein Gott. Ja. Also zum Beispiel war das bei uns jetzt gerade aktuell so, was mich hier ein bisschen finanziell Nerven gekostet hat und auch Kontostand. Es gab irgendwo diese Regel, die wahrscheinlich völliger Bullshit ist, dass es bestimmt wird, wie du abrechnen musst, was ein Großteil deiner Tätigkeit ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt zu 80% Werbesprecher bist und zu 20% synchron oder zu 10%, dass man trotzdem alles über Rechnung machen darf, sozialversicherungstechnisch und auch finanztechnisch. Und es gibt Kollegen von dir, die auch mit diesem Argument sagen, ich schreibe immer eine Rechnung, die das einfacher haben wollen. So, jetzt war mein Gedanke natürlich ganz grundsätzlich, pass mal auf, wir mussten jetzt hier gerade eine Serie vertonen und haben komplett den Tonbereich gemacht von Foley. Also synchron. Alles. Moment. Synchron, also nicht Werbung? Es war eine Serie. Fernsehserie, also genau. Synchron. Also genau. Fällt unter Synchron. Nee, Moment, wir haben mehr gemacht als das. Wir haben komplett die Vertonung gemacht, wir haben die Foleys gemacht, wir haben das Sounddesign gemacht, wir haben am Schluss die Mischung gemacht und Synchron war ein kleiner Teil da drin. Mhm. Jetzt war natürlich dann so einerseits diese naive Vorstellung zu sagen, okay, das Gesamtpaket, davon sind 10%, 15% Synchrontätigkeit, der Rest ist normale Vertonung, die man so macht, eben nicht sozialversicherungstechnisch und somit haben wir eine Kalkulation abgeliefert, der Kunde sagte, zahle ich euch nicht, dieses Budget haben wir nicht, kann man da nicht irgendwas machen? Okay, man kann hier natürlich gucken, dass die Sprecher pauschal bezahlt werden und bla 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 bla. Und haben gesucht, so irgendwie einen Weg, das Projekt zu realisieren. Im Nachgang war das natürlich so, dass die gesagt haben, synchron muss du redest von der Behörde, also von der, ja, die es haben kam von diversen, ist klar. Es kam von diversen, also es kam sogar von SprecherInnen selber, kam so, dann ja, irgendwie ja. Der ja, Hinweis, ja. Ja, ja. Dass das so nicht geht. Wie gesagt. Gut, dass sie es euch vorher gesagt haben. Nee, mittendrin. Ja, ja. Und der Kunde hat natürlich das Budget nicht mehr freigegeben. Ja, da war es schon passiert. Ja, ja. Da war es schon passiert, ja. Aber im ersten Zuge hat auch die Steuerkanzlei gesagt, ja doch, kann man schon machen. Hat natürlich dann sofort revidiert und gesagt, nee, kann man überhaupt nicht machen. So, was ich eigentlich damit sagen wollte ist, es herrscht wahnsinnig viel Unwissenheit. Es herrscht wahnsinnig viel Verwirrung. Es ist so. Wirklich kompetente Aussagen kriegst du ja weder vom Finanzamt noch von Krankenkassen. Also wenn ich bei der KSK anfrage und sage, wer ist denn jetzt überhaupt alles KSK-pflichtig? Ja, dann kommen die sogar mit dem Schreiner um die Ecke, der mir den Tisch gebaut hat, den Mischpulttisch, weil das ja eine kreative Tätigkeit ist, wo ich dann sage, Kinders, jetzt wird es aber echt albern. Also das haut für mich nicht hin. Nimm mal für die Insider, der Schreiner muss nicht in der KSK sein, damit er KSK zahlt. Das sowieso nicht, ja genau. Auch das Model, was du fotografierst aus der Ukraine, muss nicht in der KSK sein, aber du zahlst trotzdem. Also wie viel? Keiner knapp 5%, unserer. Ne? 5 sind, es sind jetzt glatt 5 und keiner unserer SprecherInnen, na, vielleicht ja, ein paar 5% sind in der KSK. Ansonsten niemand. Wir zahlen für jeden Sprecher KSK. Ich zahle auf mein Gehalt KSK, darf aber nicht in die KSK, weil ich Angestellte habe, aber ich muss den Beitrag zahlen. Also es ist.
mir geht es nicht darum, mich zu beschweren, wie blöd es ist. Das System hat sicher auch seine richtigen... Die Rentenversicherung hatte kein Geld mehr und hat dann, offiziell heißt es, wir müssen die Bildhauer und die Maler, die nur 2 Bilder im Jahr verkaufen, sozial absichern. In Wirklichkeit wollten sie die Kohle von den Firmen, von den Verlagen. Und das merkt man auch daran, wenn du als Kreativer in die KSK willst, wird es dir sehr, sehr schwer gemacht. Wir sind sozusagen das Feigenblatt, damit man die Kohle von den Produzenten und von den Fotografen und von den Verlagen holen kann. So ist es. Und wenn du das weißt, dann kannst du natürlich, und jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Satz, jedes System hat eine gewisse innere Schönheit. Ob das Schachspiel ist, Fußball ist oder ob das die Juristerei ist. Und ich habe angefangen, mich zu verlieben in dieses System der Sozialversicherung und der Steuer und diesen Dingen, weil Wissen ist Macht, ist ein blöder Satz, kennt man. Aber mein Wissen ist wie so ein Medizinball, mich kannst du nicht hin und her schubsen. Aber 99% meiner Kollegen, die sind Luftballons. Die macht und dann sind die weg, weil die sagen, ich weiß gar nicht. Und das gibt mir natürlich auch ein ganz tolles Gefühl. Ich kann dir zum Beispiel einen Tipp geben, das weiß keiner, das weiß kein Steuerberater. Ich habe meinen Finanzbeamten mal angerufen und gesagt, sagen Sie mal, wie ist es mit dem Arbeitszimmer? Das Arbeitszimmer kann ich ja nur pauschal, weil ich ist ja nicht meine Hauptberufsstelle, aber ich brauche ja eins, also kann ich das bis maximal 1200 absetzen. Ja? Sag ich, ja, aber wie ist denn das? Ich bin ja als Synchron, es geht jetzt nur um Synchron, ne? Weil der Unternehmer hat ein Büro, das setzt er voll ab, der Angestellte kann diese 1200 pauschal absetzen, wenn er bis dahin kommt. Wenn du ein eigenes Haus hast, dann geht es sehr schnell. Baust du eine Solaranlage ein, eine neue Heizung, bist du bei 30. Das sind dann, wenn du 20% Arbeitszimmer hast, bist du ganz schnell auf der Summe. Öl musst du kaufen, Schornsteinfeger und, und. Ja. Dann habe ich gesagt, wie ist denn das? Wir sind doch umsatzsteuerfähig. Diese 1200, sind die netto oder brutto? ich rufe Sie in der Woche wieder an. Ja, genau. Herr Panschak, Sie haben recht. Diese 1200 Deckelung ist nur im Einkommensteuerrecht, nicht im Umsatzsteuerrecht. Seitdem, jetzt muss man noch dazu sagen, wenn ich 1200 absetze, je nach meinem individuellen Steuersatz sind das 200, 300, 400 Euro, die ich dadurch spare. Ja? Wenn ich aber 200 Euro Umsatzsteuer rausziehe, sind das 200 Euro effektiv. Ja. Das ist nicht Prozente, das ist die Summe. Ich baue mir eine Solaranlage an, 30.000, da sind dann 6.000 Euro Umsatzsteuer drin. Ich habe 20% meiner Wohnfläche, das sind also 1.200 Euro Umsatzsteuer. Ja, klar. Ich kann also maximal 1.200 Euro absetzen bei der Einkommensteuer und setze nochmal nur alleine das, 1.200 nochmal Cash, 1:1 von der Umsatzsteuer hole ich mit. Das ist zum Thema Umsatzsteuer Kleinunternehmer. Aber genau das, jetzt hast du bist mir schnell oder ich bin zu langsam, ich weiß es gar nicht. Ich traue mich auch nicht bei dir so, nein, ich will gar nicht einhaken, aber der Punkt ist der, was ich eigentlich vorhin auch meinte, ist, gerade dieses Unwissen ist ja ein Riesenproblem für viele, die in den Job einsteigen. Schau mal, Ramona hat hier gerade geschrieben, bei diesem ganzen Bürokratiewahnsinn denkt man immer, egal wie man es macht, man ist immer mit einem Bein im Knast. Also das gibt mir einem ja auch, das Finanzamt gibt mir persönlich öfter das Gefühl, also gerade jetzt, was auch so Corona-Hilfen anging und so weiter, das ist ja eh so ein Thema, wo man sich dann auch die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, was habe ich getan, Hilfe, ich habe überhaupt einen Antrag gestellt, oh mein Gott. Man muss doch da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich weiß, dass viele KollegInnen, die jetzt neu auch dazukommen, im Nichtwissen, Stichwort GVL, Stichwort Sozialversicherung und so weiter, da ja richtig Geld lassen und auch viele Vorteile, die das Ganze bringt, überhaupt nicht mitbekommen. Die AOK hat mir gesagt, Herr Panschak, Sie sind doch jetzt Rentner, machen Sie doch so einen 2-Wochen-Endkurs und dann können Sie sich als Rentenberater, das ist nicht meine Absicht. Ich genieße mein Leben, ich fahre sehr gerne Mountainbike, ich habe ein kleines Kanu zum Aufblasen. Ja. Also ich muss nicht, aber da, wo ich helfen kann, helfe ich natürlich. Ich mache auch, wie gesagt, diese Dozentur, dafür kriege ich auch Geld. Ja. Mache ich so, das sind Schauspieler, die schon als Schauspieler gearbeitet haben und die dann arbeitslos werden, gehen zum Arbeitsamt, kriegen eine Fortbildung zum Synchronschauspieler, zahlen die wohl so 3.500 oder was pro Nase. Ja. Die gehen dann so 2 Monate oder was machen die bei Yellow Submarine, kriegen diesen Kurs. Die kennst du wahrscheinlich, weil da kommen logisch. Ja viele Leute erstmal daher. Und dann gibt es halt 2 Kurse im Jahr in Berlin, 2 Kurse in München. In München mache ich das immer, da bin ich erst Montag. Montag bin ich wieder da. Ah, schön. Mache ich wieder so eine Gruppe 17, 20 Leute. Und mit Berlin letzte Woche dann über Zoom gemacht. Ja. Das geht dann über Zoom. Und dann erkläre ich den Leuten Steuerrecht und Sozialrecht. Weil, wie gesagt, das fängt schon damit an, dass die Leute kommen vom Schauspiel. Wenn du am Theater bist oder wenn du vor der Kamera stehst, hast du Lohnsteuer. Die wird dir abgezogen, passiert nichts mehr. Mhm.
synchron ist brutto für netto. Das heißt, das Geld, was du bekommst, gehört dir gar nicht. 20-30% solltest du auf die Seite legen, weil es gehört dir nicht. Da kommt das Finanzamt nach 2 Jahren und sagt, sie haben doch selbstständige Einkünfte, wo bleibt denn ihre Einnahmeüberschussrechnung? Das fängst du an, das zu machen. Dann musst du das von vor 2 Jahren nachzahlen. Du musst es vom letzten Jahr nachzahlen. Und du wirst natürlich automatisch dann mit der Vorauszahlung belegt für dieses Jahr. Gibt es Leute, die haben den Mercedes, den sie sich gerade gekauft haben, gleich wieder verkaufen dürfen. Ja, natürlich, klar. Aber sag mal, auf die Gefahren jetzt der völlige Idiot zu sein. Ich habe eine Steuerkanzlei, die ich viel Geld bezahle, deswegen. Frag ihn mal nach der Umsatzsteuer. Aber du bist ja, ja. Du hast ja kein Arbeitszimmer. Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber es ist, wenn ich jetzt Synchronschauspieler bin, Schauspielerin, und da meine Einkünfte habe, dann sind die Sozialversicherungs. Sie sind sozialversichert. So. Genau. Und somit, klar. Jetzt sagst du natürlich, okay, brutto für netto, das heißt, man sollte einen Teil zurücklegen. Das sind ja trotzdem die Steuer. Ja, die Steuer. Das ist die Steuer. Wir reden nicht von der Sozialversicherung, wir reden von der Steuer. Genau, und das sind eben zwei Paar Stiefel. Und das wird ja oft so, also wenn ich jetzt Angestellter bin zum Beispiel, sage ich, okay, pass mal auf, das, was ich netto rausbekomme, Friede, Freude, Eierkuchen. Weil das, was ich dort bekomme, da ist alles abgezogen, ich kann eher noch was zurückholen. Das ist der Vorteil der Angestellten. Richtig. Ich kenne viele, die davon ausgehen, ich bespreche synchron, also bin ich auch im Prinzip wie ein Angestellter und das, was ich überwiesen bekomme, ist das, was ich netto behalten darf. Und das ist der ganz große Punkt. Ich glaube, das müssen wir hier an dieser Stelle nochmal explizit erwähnen, dass das zwei Paar Stiefel sind und synchron ist da nicht so trivial. Wobei das Wort selbstständig doppelt ist. Selbstständig im steuerlichen Sinne heißt umsatzsteuerfähig, heißt noch nicht versteuert, musst du noch machen. Aber im anderen, im Sozialrecht, ist selbstständig, dann musst du wenn du künstlerisch tätig bist, zur KSK gehen. Dann sind die für dich verantwortlich. Selbstständig. Da, wo du Rechnung schreibst. Was du beim Synchron nicht mehr darfst seit 2017. Ganz offiziell. So, da haben wir das Problem. Also allein schon, wenn du sagst, ich bin Freiberufler, sagt gar nichts. Ich bin selbstständig. Ja, was denn? Steuerlich oder Dings? Wovon redest du jetzt? Ist es dann eigentlich nicht einfacher, in Anführungszeichen, gewesen, als man im Synchron auch Rechnungen gestellt hat? Und nein. War nicht einfach. Nein. Ich denke, es war eine Klarheit gewesen wäre, aber war es ja auch nicht. Die Firmen wollten uns ja selbstständig machen nach diesem Dings. Die haben ja politisch dafür gesorgt, dass das so passierte. Klar. Und dann hat die Rentenversicherung sich hingesetzt, der Büchel für den Herrn Grinch, und hat das alles ausgearbeitet. Mhm. Und dann haben die gesagt, so, dann sind die jetzt selbstständig. Dann haben die gesagt, Deutsche Rentenversicherung Bund hat gesagt, nee, nicht grundsätzlich, ne? Bis zu 3 Tagen. So steht es im Bundesfinanzhofurteil, auf das sie sich als Sozialrechtler berufen haben. Wenn da drüber, nicht. Und dann haben sie den Dr. Herhardt, das war der Anwalt des BVDSB, Bundesverband Deutscher Synchronproduzenten, haben gesagt, pass auf, wir müssen das klar haben. Wir wollen nicht zahlen da an Sozialabgaben. Sollen die selber zahlen, die Schauspieler. Das machen wir so. Wir überlegen uns jetzt mal so Fälle, die so kompliziert sind, dann passen die. Was mache ich, wenn ich den Schauspieler 2 Tage hatte? Jetzt kommt aber nach 3 Tagen kommt ein Trailer. Gehört das dann dazu oder nicht? Und so. Und haben 16 Fälle mit Retakes, mit, ich weiß nicht, Serienrollen, die wiederkommt. Haben 16 Fälle modelliert und haben das der Rentenversicherung gegeben nach dem Motto, jetzt macht mal, ihr werdet schon sehen. Und die haben sich hingesetzt, haben das gemacht. Es gab ein Diagramm, das haben wir noch zu Hause, die Leute, die so 2005 plötzlich selbstständig wurden, 2007, die wissen, wovon ich rede, das 16-Fälle-Modell. Die Abrechnungsdame von der FFS hat gekündigt, hat gesagt, ich erschieß mich, vergiss ich. Wenn der Schauspieler das, dann ist er so. Wenn das ist, dann ist er das. Aber wenn das, dann ist er so. Wenn 3 Tage, wenn 4 Tage, dann ist er so und so weiter. 16 Fälle. Es war ein totales Durcheinander. Mhm. Dann, dass sogar die Arbeitgeber dann gesagt haben, bitte machen. Als wir dann gesagt haben, Leute, es ist alles illegal. Die Leute, wir hatten, jetzt kommen wir mal auf menschliche Dinge. Ja. Bis 2009 konnte man nicht versichert sein. Ab 2009 hat der Gesetzgeber Gott sei Dank eingeführt, dass man nicht mehr nicht krankenversichert sein kann. Und zwar, wenn sich herausstellt, dass du nicht versichert warst in der Zeit,
Weil zum Beispiel, es wird jetzt zu weit, wenn ich sage, mit der 3 Wochen nachgehen, dann bei der Unständigkeit und machst du Urlaub, dann geht das rückwirkend, merkst du, bist du gar nicht versichert gewesen. Das ging bis 2009, konnte dir passieren und das ist passiert. Da hat die AOK jemanden an mich verwiesen, die kam auch aus Sachsen und Cottbus, glaube ich, und die ab und zu in Berlin arbeitet. Man hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden, Sie wüssten da Bescheid. Ich war jetzt vor einem halben Jahr beim Zahnarzt, ich habe da so ein Implantat und ich verdiene ja nicht so viel. Und jetzt hat mir der Arzt geschrieben, ich soll 3.800 € überweisen, ich weiß gar nicht, wo ich das Geld her, ich bin fertig. So, hast du einen Terminkalender? Ja. Kannst du mal reingucken, wann du das erste Mal beim Zahnarzt warst? Ja. Guck mal nach. Hast du in den 3 Wochen davor oder sagen wir mal, eben in 20 Tagen davor, hast du da synchronisiert? Ja, ich war eine Woche vorher. Sehr gut. Pass auf. Ich gebe dir 2 Aktenzeichen. Das sind die momentan anhängigen Gerichtsprozesse, die laufen. Das Ding wird kippen. Rede mit deiner Krankenkasse. Auf Kulanz, sagt, pass auf, ich gebe Ihnen 2 Aktenzeichen, dann können die sich einlesen und sagen, bitte übernehmt das für mich erstmal kommissarisch. Ich kann das jetzt nicht zahlen. Falls wir verlieren, dann musst du es zahlen. Da hilft dir nichts. Aber ich sage dir, die Chance, dass wir verlieren, ist ungefähr bei 1-2%. Das hat die gemacht. Krankenkasse hat sich darauf eingelassen und gesagt, kulanterweise, wir übernehmen das jetzt erstmal. Mhm. Aber bleibt dahingestellt. Und wir haben natürlich gewonnen. Sie musste nichts zahlen. Ja. Und ab 2009 konnte das nicht mehr passieren. Weil dann rückwirkend geguckt wurde, du warst nicht mehr versichert, dann musst du dich freiwillig versichern. Dann sagt die Krankenkasse, was haben Sie in der Zeit verdient? In der Regel hast du nichts verdient, dann musst du den sogenannten, Entschuldigung, gendermäßig Hausfrauenbeitrag zahlen, der liegt so um die 200 €. Aber damit fängst du schon an, wenn du unständig beschäftigter Synchronschauspieler bist und das berufsmäßig machst, Personengruppe 118, dann hast du mit jedem blöden Tick, den du sprichst, mit jedem kleinen Termin, hast du 3 Wochen nachgehend, bist du kranken- und pflegeversichert. Und wenn innerhalb dieser 3 Wochen, nach 20 Tagen, 21 Tage, nach 20 Tagen wieder ein Job kommt, bist du wieder 3 Wochen. Bist du nach 3 Tagen beschäftigt, bist du von da ab 3 Wochen. Also jeder Job hat 3 Wochen nachgehenden Kranken- und Pflegeversicherungsschutz. Wenn du aber dann irgendwann in Urlaub fährst, bist 3 Wochen weg und hast einen Tag vorher und einen Tag hinterher nicht gearbeitet, dann bist du raus. Dann kann es passieren, dann merkst du wieder Theorie, Gesetz, Praxis, wie läuft's denn? Dann, weil die Krankenkasse müsste jetzt natürlich sehen, da waren aber über 3 Wochen, der muss jetzt so. Manche Krankenkassen schreiben dich an, gerade wenn es länger ist, sagen, sie sind ja seitdem nicht mehr versichert, bitte jetzt freiwillig zahlen, diesen Beitrag. Beziehungsweise sagen sie mir, was sie verdient haben, dann hast du ja in der Regel nicht verdient, also zahlst du diesen kleinen, der aber immerhin 200 € ist. Während als du synchronisiert hast und wenn du nur Ensemble machst und machst einmal 50 € und in 3 Wochen wieder 50 €, dann hast du im Monat, sag ich mal, wenn du nur 100 € verdient hast, dann zahlst du 7,3% plus diesem halben Beitrag 8%. Hast du also 8 €, was habe ich gerade gesagt, wie viel? 100 €? 8 genau. Euro. Mit 8 € bist du kranken- und pflegeversichert. Ja. Und sonst musst du 200 zahlen. Da waren auch einige. Also, schau, und das ist genau der Punkt. Aber ich will noch ganz kurz jetzt ja das, was du gerade gesagt hast. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt müsste die Krankenkasse sagen, okay, sie müssen das zahlen. Wir haben die ganzen Fälle, ich habe das auch in der Praxis erlebt. Dann ist es so, dann ist jemand im Urlaub und der hat nach 5 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Dann rufen die ihn an, sie sind ja, wir haben keine Meldung mehr über die 3 Wochen Dingsseite. Ja, aber ich arbeite ja morgen wieder. Ach, Sie arbeiten morgen wieder. Ja, dann sind Sie ja morgen ja wieder versichert. Dann vergessen wir das. Weil die Arbeit, 5 Wochen sich bezahlen zu lassen, viel mehr, die wollen uns nur vom Tisch haben. Ja, natürlich, weil es hält ja auf. Ja, es hält auf. Das ist ja genau der Punkt. Wir stören. Naja, gut. Und wenn man das weiß, kann man damit spielen. Beamten kann man relativ schnell stören. Aber klar, du hast vollkommen recht, man findet dann das System dahinter und dann kann man mal gucken. Und das ist die Schönheit des Systems. Wenn du das begreifst, dann macht es auch Spaß. Aber das ist genau, jetzt also die Kombi aus dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast und was du ja lebst, was du ja ausstrahlst. Es ist so, also erstmal die Schönheit dahinter. Ich meine, Vanessa schreibt hier auch gerade, oh Gott, es ist sehr wertvoll, mit diesen Themen muss ich mich gerade durch auseinandersetzen, da auch mit der Kopf. Phil sagt natürlich auch zu Recht hier, hat er dazu ein Buch geschrieben? Also vielleicht, das wäre zum Beispiel ein Bestseller. Ich? Ja. Nee, Leute, also ich bin Rentner, ich möchte mein Leben noch genießen. Ich weiß, es hat auch keinen Sinn, ein Buch zu schreiben. Ein Buch ist so ein bisschen so wie Elster. Ich sage ja mal, wie viel Steuerberater gibt es?
Das ist einige im Bundestag. Ja. Und dann, als es mit der Elster aufkam, dass jeder zu Hause seine Steuer machen kann, da habe ich gesagt, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Wisst ihr, wie viele Leute da Geld verlieren? Mhm. Wir machen das schon so. Und wer einmal Elster gemacht hat, ich kann es. Aber ich habe am Anfang auch gesessen und habe gedacht, ich schieße jetzt mit einer Pumpgun in diesen Monitor rein. Ja, natürlich, klar. Sie sorgen dafür, dass der normale Bürger nach 10 Minuten sagt, komm, hör auf, ich gehe zum Steuerberater. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch das System dahinter. Und wenn das ist das System, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, wäre das dann ändert sich das aber morgen. Genau. Wenn ich jetzt irgendwas, was ich alles erzählt habe. Eben, das wird sich überholen. Ich habe noch so ein schönes Beispiel. Falls irgendeiner von euch so im Rentenalter ist, so um die 63, 64 jetzt, da gibt es halt eben die Möglichkeit, wenn du 35 oder 45 Jahre schon versicherungspflichtig beschäftigt warst, die Langjährigen und die besonders Langjährigen Versicherten, die können vorzeitig in Rente gehen. Das war, als ich 63 wurde, das war das SPD-Geschenk damals zur Wahl, ohne Abschlag ab 63 in Rente. Und ich sage, ich habe ja als Kind angefangen. Ja, ich hätte keinen Abschlag gehabt, nicht 0,3% weniger Rente bekommen dann die nächsten Jahre, sondern ich hätte halt eben nur 250 Euro im Monat dazu verdienen dürfen. Das war natürlich völlig witzig, ja, 63. Klar, so. Logisch. Hatte sie erledigt. Ja. Als ich dann ins Rentenalter kam, so, ich wäre mit 65 und einem halben Jahr, ich hätte ein halbes Jahr warten müssen, da hatten sie dann gemerkt, 250 im Monat ist zu kompliziert, wir machen 6.340 im Jahr. Okay. Meine Regelaltersrente, wo ich dann verdienen kann, was ich will, wäre Februar 18 gewesen. Also bin ich im Oktober 17 hingegangen und habe mich ab November schon als Rentner angemeldet, habe November, Dezember 6.380 verdienen dürfen. Auch legal, weil Familiengeld und so Elterngeld ist genau das Gleiche. Du kannst natürlich, es gilt das Prinzip des Zuflusses, das gilt auch steuerlich bei uns beim Synchronschauspieler, Zufluss. Ist nochmal ein extra Thema. Also ich sage nachher mal Folgendes, dass für ausgesuchte Leute, die wirklich ein Problem, ihr müsst euch dann an ihn wenden. Ich hoffe, dass dich nicht jetzt jeder anruft. Du darfst es weiterleiten, weil ich kann es relativ dann schnell klären, wenn irgendwas ist. Aber ich will es, das heißt, sonst, für meine Leute von Yellow Dublin, die kriegen meine Telefonnummer. Und da ruft man mich in der Regel 2 Leute in diesem halben Jahr an. Das geht, das ist über. Mehr kann ich ja nicht leisten. Ja. Aber wie gesagt, es war Folgendes, Hinzuverdienst Ganze war also war aufs Jahr gerechnet. Dadurch konnte ich im November, Dezember, durfte ich diese 6.000 und im Januar ja nochmal. Und alles, was drüber war, vom letzten Jahr, wie gesagt, macht es im nächsten Jahr und das im Februar. Damit war das in Ordnung. Ich habe also 3 Monate, ich kriege so 200.000, das sind also, ich habe schon mal 7.500, also knapp 7, also war etwas unter 7 zu der Zeit. Den habe ich schon mal vorher kassieren können. Ein Kollege, der jetzt zur Corona-Zeit in die Rente gegangen ist, da haben sie nämlich die 6.380, deswegen zu einem Buch schreiben. Du musst dich nämlich immer wieder informieren. Da haben sie es auf 46.000 erhöht. Der konnte 10 Monate vorher in Rente gehen, weil er hat ein halbes Jahr 46, der konnte 92.000 in der Zeit dazu verdienen, ohne dass ihm was gekürzt wurde. Wow. Jetzt habe ich einen Kollegen, der hat leider nur 35 Jahre. Da kriegt man dann jetzt einen Abschlag von 0,3%. Der wäre im August dran und hat mich jetzt gerade angerufen im Mai. Und dann habe ich gesagt, du, ruf die Rentenversicherung an und frag mal, ob du, weil der wusste nicht, ob er 35 Jahre voll hat. Wann hast du den letzten Versicherungsverlauf? Ja, der ist von vor 4 Jahren. Hast du alles, was du jetzt noch dazwischen gearbeitet hast, immer versicherungspflichtig, kannst du gleich oben drauf rechnen. Guck mal selber nach. Also der hatte über 35, hatte noch keine 45, musste halt immer, also jetzt 5 Monate kann der jetzt, die haben den zurück, ab Februar durfte der den Antrag stellen, kriegt 6 Monate Rente. Wow. Das sind bei ihm 9.000 Euro, die er jetzt kassieren darf. Weil ab 1.1. dieses Jahres ist die Hinzuverdienstgrenze völlig weggefallen. Das heißt, es ändert sich laufend was. Wie bei Elster, es ist immer wieder in Bewegung. Und deswegen musst du das Prinzip, du musst wie beim Schach, du musst lernen, dass der Springer 2 vor und zur Seite gehen darf. Du musst das Prinzip verstehen. Wenn du das Prinzip verstanden hast, dann ist es scheißegal, was ist, ob das Witwenrente und Dings, dann weißt du, wo du gucken musst, dann weißt du, wen du fragen musst, dann kannst du googeln. Wenn du das Prinzip nicht verinnerlicht, nicht verstanden hast, bist du immer Opfer. Der Haken ist halt einfach, dass sich natürlich so viel verändert. Ich habe mich auch in viele Dinge jetzt mal reingelesen und erarbeitet und bums, ein halbes Jahr später
Es ist doch genauso, wenn du zum Beispiel eine Software lernst und machst ein Jahr lang nichts mehr mit dieser Software, dann sitzt du davor und denkst so, hui, wie ging denn das jetzt nochmal? Aber so ist es halt. Ich meine, was man auch nie vergessen darf, für viele ist ja der große Segen zu sagen, okay, ich mache alles, was ich spreche, auf Rechnung. Somit bin ich da ganz sauber, bin da raus. Der Haken ist, man muss sich selber um Arbeitslosen, Krankenversicherung, Rente. Arbeitslos bist du ja nicht, gibt es ja nicht. Wenn du nicht versichert bist, halt dann bist du ja nicht arbeitslos. Du hast halt, also bei mir ist zum Beispiel auch so, obwohl ich Festangestellter bin, natürlich von mir selber, habe ich das Problem, dass ich weder eine Rente habe, noch eine Arbeitslosenversicherung, noch irgendwas. Ich kann das freiwillig machen. Mhm. Auch meine Krankenversicherung, ich kann mich freiwillig gesetzlich versichern. Habe dummerweise damals bei 507, wo wir uns dann auch irgendwie kennengelernt haben, wir haben uns bei Blue 30 sogar schon kennengelernt, aber bei 507 war dann mein Einkommen so, dass es gerade an der Grenze war zum privatversichert. Ich bin mir bis heute noch nicht ganz sicher, war das schlau oder war das dumm? Bist du privat? Ich bin privatversichert. Wie alt bist du? Also, ja, ich muss dir nicht sagen. Ich sag mal Folgendes. Ja. Alle Leute, die privatversichert sind, viele Kollegen, die älter sind, kommen zu mir und sagen, Georg, ich bezahle jetzt über 1.000 Euro, das ist aber kann ich normal. Das ist gar nichts. Bist du 55? Ja, aus. Nach 55 kommst du nicht mehr in die gesetzliche, egal was du machst. Vor dem 55. Lebensjahr müsst ihr wechseln. Man kann als junger Mensch oft, als Student kannst du rein, zahlst wenig, ist wunderbar. Ja. Die Regel heißt, dass du 9/10 deines zweiten Berufslebens gesetzlich versichert gewesen sein musst, um später in die Pflichtversicherung der Rentner zu kommen. Wenn du in die Freiwillige kommst, weil du nicht 9/10 drin hast, aber überhaupt wenigstens in der gesetzlichen warst, ich muss krankenversichern, zur Hälfte, so wie das jeder Arbeitnehmer macht, meine normale Rente. Genau. Das, was ich von der Pensionskasse kriege und von der Münchner, die Bayerische Versicherungskammer als Theaterschauspieler, da muss ich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zahlen. Mhm. Also auf Deutsch diese jetzt mit den Zusatzbeiträgen 16-17%. Wenn ich es nicht 9/10 meines zweiten Berufslebens gesetzlich versichert gewesen wäre, egal ob freiwillig oder pflichtversichert, dann käme ich in die freiwillige Versicherung der Rentner. Dann müsste ich auch Zinseinnahmen und auch Mieteinkünfte krankenversichern mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen. Hoppala. Ja. Das ist ja ordentlich was. Und wenn du nach 55 denkst, oh, ich zahle jetzt aber so viel Geld, kommst du nicht mehr zurück. Und dann kommst du zurück, wirst du zurückgestuft, wenn du es nicht mehr zahlen kannst, in den Basistarif. Mhm. Der Basistarif ist genauso wie die gesetzliche. Aber du zahlst den Höchstbeitrag. Ja. Der gesetzlichen. Ja. Während du als Rentner in der Regel ja weniger bekommst. Insofern, also ich zahle ja dann nur ein Drittel des Höchstbeitrags, weil ich ja nicht mehr die Bemessungsgrenze von 7.000, also bei Krankenversicherung sind es 4.987,50 Euro. das war, jedes Jahr ändert sich das, waren 4.537, jetzt sind es 4.987,50. Guckt nach, ich glaube, es ist ziemlich genau die Zahl. Das ist so krank. Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung und bei der Rentenversicherung sind wir das erste Mal der ganzen Zeit zurückgegangen von 7.100 auf 7.050, jetzt in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Also ihr seht schon, es macht mir Spaß. Aber es ist ja auch so schön, mit welcher Leidenschaft du das verfolgst. Und Ron schreibt ja auch so schön, dieses Wissen ist auch eine Form der Effizienzgestaltung. Geld, das ich mir sparen kann in diesen Bereichen, muss man nicht mehr verdienen, beziehungsweise darf man behalten. Denise schreibt auch gerade, Georg, ich höre dir immer gerne zu und freue mich, dass ich dir immer besser in allem folgen kann. Aber es war ein hartes Lehrgeld, sich das alles anzueignen. Und es gibt noch so viel zu lernen. Danke, dass du das mit so großer Leidenschaft erzählst. Und sie bleibt dran. Denise Kanti übrigens. Die ersten verabschieden sich schon, weil es spät ist. Ist ja schon ein bisschen, es ist so. Wie spät haben wir es denn? Ach du, wir sind schon 8:30 durch. Ich wollte um 8 Uhr meine Kollegen anrufen, das ist witzig. Wir haben im A-Team, gehen wir mal zurück zum Film. Jetzt will ich was natürlich. Hallo, natürlich. Wir haben A-Team in den 80er Jahren gemacht. Regie G.G. Hoffmann, die deutsche Stimme von Sean Connery. G.G., einfach der Knaller. Das hieß mal der Synchronkönig. Paulchen Panther, ne? Paulchen Panther hat er zum Beispiel auch gemacht. Auch zum Beispiel, ja. Alles toller Typ. So, aber Sean Connery ist halt eben, James Bond ist natürlich am meisten für den Humor. Faes sprach Elmar Wepper, Manfred Erdmann, leider schon verstorben, sprach B.A., Eckhard Dux arbeitet noch, habe ich gerade in Hamburg gerade wieder gehört, der kam kurz nach mir aus der Südheide, 96. Ja. Synchronisiert noch in Hamburg. Und der war der George Pepper. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ne? Genau. War dein Satz vorhin. Genau. Ja. Und dazu muss man Folgendes wissen. Das war 80er Jahre.
Da ist damals, die ARD hat das gemacht. Und die ARD hat eine Einkaufsfirma, die heißt Degeto. Und die Degeto fährt dann rüber nach Amerika, guckt sich Serien an, kauft die ein. Und die haben sich aus den 270 Folgen, haben die sich die 50 ihrer Meinung nach besten Folgen ausgesucht. Und die haben wir in München synchronisiert mit den Leuten, was ich gerade gesagt habe. Dann war Pause. Und dann kam das Privatfernsehen. Und dann hat RTL gesagt, wir brauchen Sendematerial. Und dann haben sie die restlichen, was bleibt dann übrig, 220 Folgen gekauft. Genau. Und die wurden, weil RTL das macht in Berlin, haben sie es in Berlin gemacht. In Berlin sitzen auch mehr Sprecher als in München. Und dann, es ist alles so, du hast ja erzählt, wie kalkuliert wird. So knapp kalkuliert, da ist kein Geld drin, jetzt um diese Leute jedes Mal nach Berlin einzufliegen oder so. Und damals gab es ja auch noch dann in den 90er Jahren noch nicht das, was man heute mit Session Link oder so macht. Ja, klar. Oder das, es war ja auch so, wenn du in Retik, du musstest das in demselben Studio machen wegen des Sounds und so. Heute das in dem Studio ist eine auf das andere in dem Studio. Klingt, ich höre es. Ja, natürlich hörst du es. Die Qualität geht runter, das leidet natürlich. Nein, ich höre auch die Unterschiede tatsächlich. Also auch so, ich habe es im Jan letzte Woche auch irgendwie gesagt im Gespräch dann, dass du auch bei Game of Thrones höre ich, was in Berlin aufgenommen wurde, was in München aufgenommen wurde. Es ist leider so. Ja. Aber entschuldige. Nee, ich habe es schon. Ja, und das Witzige ist, dass in Berlin ein Kollege, der Florian Krüger-Schantin, diese Rolle gesprochen hat, den Murdoch, den ich da gesprochen habe, hier in Bayern. Und wir haben uns über die Rentenversicherung kennengelernt. Ich habe das erst viel später irgendwie mal durch einen Zufall mitbekommen, dass wir beide die gleiche Rolle gesprochen hatten. Guter, sehr guter Kollege. Und jetzt habe ich nach, ich glaube nach 5 oder 6 Jahren oder was, habe ich ihn heute angerufen, weil ich irgendwie, ich habe mich verrechnet, ich habe gedacht, seine Frau wäre kurz vor der Rente. Heide Domanowski, entschuldige bitte, du bist erst 54, nicht 64. Wie konnte ich so doof sein? Ich habe irgendwie falsch gerechnet. Wir haben nämlich deswegen telefoniert und er rief mich vorhin zurück, da saß ich hier gerade bei dir auf, weil ich noch weiß. genau. Ich saß nicht, ich stand. Egal. Ja. Aber wie auch immer, ist schon witzig, dass man mit seinem Kollegen, der die gleiche Rolle gesprochen hat, dann gerade noch vorher telefoniert hat. Ne? Genau, und prompt schreibt hier der Phil, holy shit, Murdoch. Ja. Okay, ja, so ist es. Aber ja, den wolltest du noch zurückrufen, stimmt, genau, da war ja den, was. Ja, den wollte ich um 8, also der guckt jetzt nicht, deswegen, der wartet nicht, aber ich habe gesagt, er soll so 7:30, ja, 8, es wird für eher 8, ja, wissen wir, ja, gut, aber das wird es mir nicht verübeln. Ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten locker noch 3 Stunden weiter und auch diese Sachen, da ist noch so viel und Phil schreibt, gute Besserung übrigens der Hand. Ich habe vorhin gar nicht gefragt. Ich bin beim Langlauf einmal so blöd umgefallen und dann war so hinten links. Aber ich habe, es ist eine andere Geschichte. Es tut nicht weh, kann draufhauen, kann machen und tut, solange ich diese Dings dann habe. Sonst so gibt es so bestimmte Wege. Da ist dann so dieses Messer, was da reinfährt. Genau. Das wird demnächst mit einem Beta-Strahler gemacht. Da wird ein radioaktives Nädelchen rangesetzt. Das strahlt in so einen 2-Millimeter-Bereich. Um zu gucken, ob das bei mir geht, musst du eine, wie heißt es, Skelett-Sintigraphie machen. Wow. Und dann musst du dann 4 Stunden hin, dann wirst du in die Röhre 2-mal geschoben und so und kriegst vorher ein Kontrastmittel. Und dann hieß es halt, ich habe auch eine Enkeltochter hier, ich habe 2 Enkelsöhne in Berlin. Sie ist also, ich darf an dem Tag nicht Kontakt zu Schwangeren und zu kleinen Kindern haben, ne, weil ich strahle. Ui, wow. Aber ihr seht, es das ist, behindert mich nicht, stört mich nicht. Genau, hier wurde auch gerade ganz groß nach einem Fortsetzungsteil 2 gerufen, hier in den Chats, genau. Panchi, es ist, für mich ist es grundsätzlich immer schon eine Freude gewesen. Du warst für mich in so vielen Punkten sehr inspirierend, auch von meinen Anfängen wirklich als ganz kleiner Naivbolzen. Es gab damals 2 Menschen, die mein Hirn irgendwie haben explodieren lassen. Das warst natürlich du und das war Arne Elsholz, Gott hab ihn selig. Die ihr beide eine wichtige Rolle in meinem Leben eingenommen habt. Ich meine, klar, Star Wars ist halt ein wichtiges Thema in meinem Leben immer schon gewesen. Aber was mich bei dir immer viel mehr noch bewegt hat, war diese Leidenschaft, die man heute auch so ein bisschen spüren konnte. Wie du grundsätzlich an Sachen rangehst. Für mich ist es auch so, immer wenn ich Werbesprechen unterrichte, erzähle ich gerne die Geschichte. Wir haben einmal einen Spot aufgenommen für irgendein Energieunternehmen und da hast du eine Rolle gesprochen. Es war auch nichts Großes, war was völlig Kleines, war jetzt gar nicht diese McDonalds-Sachen, die wir immer gemacht haben und so, sondern was relativ Kleines und da hast du einen Wissenschaftler gesprochen und der Kunde war so gepolt zu sagen, hey, ja, hier ist der Satz, komm, sprich mal. Ja? Und was bei mir wirklich ganz tief hängen geblieben ist, war die Frage von dir, wer ist der Typ? Hat der Familie?
warum macht er das? Es ging um nachhaltige Energie, bevor es hip wurde, über Nachhaltigkeit zu reden. Ging um irgendwas, wie steht er zu diesem Ding? Welchen Bezug hat er dazu? Warum? Was ist sein Motiv? Der Kunde war völlig überfordert. Aber da ist mir klar geworden, ja verdammt nochmal, genau das ist es ja. Das ist genau der Punkt. Seitdem ist ein Lebensmotto von mir, das Warum bestimmt das Wie. Und das habe ich durch dich eben ganz intensiv begriffen, weil in dem Moment, wo du die Geschichte dieser Figur konntest, hast du einen One-Taker abgeliefert, weil es einfach on point war. Du gingst ganz ehrlich dem Kunden, glaube ich, kurz auf den Sack, weil der überhaupt nicht gemeint, ich will jetzt nicht drüber reden, kannst du diesen Satz einfach reden? Und dem war die Qualität wurscht in dem Moment. Aber im Nachgang war das schon so, dass er dann gemerkt hat, okay, verdammt nochmal, das ist ein anderes Level. Und du gehörst wie ein Ahne, wie natürlich aus von Tennstedt, Jan Odle letzte Woche Manuel hier. Manuel Straube, du könntest ja 500 Leute aufzählen. Manuel ist der Jüngste in der Riege, wo ich wirklich sage, wow. Ja? Darf ich dazu was sagen? Du darfst alles sagen. Ich gehe ins Kino wie ein Kind. Und wir wollten uns eigentlich einen anderen Film angucken und den gab es nicht. Also der war ausverkauft oder was. Und dann lief Aladdin, also Aladdin mit Will Smith. Danke. Ja, genau, Will Smith, mit Will Smith. Blau. Und wir haben gesagt, na okay, ja, ist ja, wir mögen auch so Kinderfilme, gehen wir da rein. Und ich war baff. Ich dachte, Mensch, ich kenne doch den Jan. Wie der da singt, das ist ja irre. Nee, ist Manuel. Und hab, ja. Aber ich bin vom Fach. Und das sind die Übergänge aus der Sprache in den Gesang hinein. Ja, das ist doch irre, das kann doch eigentlich... Und dann bin ich sitzen geblieben, bis dann das Popcorn aufgesammelt wird. Und ich warte bis zum Schluss, ich will es sehen. Und dann stand da nämlich... Will Smith gesprochen, Jan Odle, Will Smith gesungen, Manuel Straube. Der Typ ist ein Genie. Das ist, und da habe ich gesagt, Manuel, falls du das mal sehen solltest, Wahnsinn. Ja. Er hatte auch eine Ausbildung, glaube ich, habe ich jetzt gehört, also Musik. Du, der hat ja auch in Rapunzel, glaube ich, hat er gesungen. Mhm. Ich habe ihn des Öfteren singen gehört, tatsächlich. Mhm. Der ist da richtig gut. Das ist professionell. Das ist top professionell. Ja, aber nicht nur das. Also Manuel hat noch eine Sache. Er kann sich in Jan reinversetzen. Das hat mir Jan erzählt. Jan hat mir das erzählt und hat wirklich gesagt, hey, Chapeau, was der Manuel da gemacht hat, ist ein bisschen grenzwertig, weil das so dran ist. Die sind befreundet. Weil es so nah dran ist, also auch die Imitation von Manuel beim Sprechen. Der spricht ja, der imitiert Jan und zwar so grandios. Das ist unglaublich. Manuel ist ein Genie. Mhm. Und um den Kreis zu schließen, was ich da eigentlich damit sagen wollte, Manuel ist der Jüngste davon, aber ich habe das Vergnügen gehabt, mit so vielen Menschen arbeiten zu dürfen, die für mich wirklich auf dem Olymp sitzen. Du prägst mit deiner Leidenschaft, deinem Wissen, deinem Hinterfragen und dem Ganzen immer noch meinen Alltag tatsächlich. Genauso wie Arne mir irgendwie, ich kam mit Arne immer so mega zurecht. Ich habe ihn wirklich geliebt als Mensch und der mich mit diesem Nicht-Festhalten an allem, hat er mich inspiriert, einmal zu sagen, weißt du was, dann schmeißen wir es halt über den Haufen und machen es komplett anders und es wird geil. Ja. Er hat gelebt, ja. Der hat gelebt. Und das war halt, jeder hat so sein Ding, aber das sind die Sachen, was ich mittelschade finde, weil es in den heutigen Generationen so ein bisschen verloren geht. Also das Problem ist, ich denke mal, als wir 16, 20, was ich so erzählt habe, wo dann die alten Männer da, die dann John Wayne und so, ja, die natürlich hatten auch ihre Jugend, weißt du, die haben... Und dann guckt man rückwärts und vergleicht es. Ja. Und das Vergleichen ist immer eine gefährliche Sache. Ja. Und dann verklärt man sowieso noch die Vergangenheit, kommt auch noch dazu. Der Blick zurück ist immer rosa, das ist halt so. Aber die Jugend, die heute arbeitet, wird in 40 Jahren das Gleiche sagen. Wenn die KI alles macht und ich weiß nicht was und sagt, weißt du noch, als wir selber noch? Ja. Somit haben wir schon mal das Thema abgesteckt für Folge 2. Das ist KI und welche Sachen da passieren können. Kann man so wunderbar spekulieren, ja. Ja, aber in meinen Augen ist auch eine riesige Chance dahinter. Also wie immer. Wie immer. Mein Lieblingssatz ist, ein schlechter Sprecher, eine schlechte Sprecherin wird von der KI ersetzt, ein guter wird es nie. Punkt. Also das ist einfach so. Aber wir werden sehen. Panchi, vielen, vielen Dank. Gerne. Es war... auf so vielen Ebenen für mich ein sehr, sehr emotionaler Abend und ein emotionales Gespräch, weil Folge 100, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme und dann noch mit dir hier zu sitzen, dass du überhaupt reingekommen bist, den weiten Weg. Nein, wirklich, ich fühle mich sehr geehrt und ich danke dir sehr.
Das Einzige, worüber ich traurig bin, dass ich halt mit dem Auto bis hierher fahren musste, weil sonst fahre ich immer an den Stadtrand, hole meinen E-Scooter raus genau. und komme mit dem E-Scooter. Aber nicht früher mit Wetter. Inline-Skates, ja. Will ich heute noch machen, aber der Schuh ist kaputt. Und den gibt es nicht mehr. Aber ganz an ehrlich, den man so anklicken konnte, weißt du. Okay. Wenn ihr wissen wollt, wie man so fit, dynamisch und jung und wirklich agil bleibt, dieser Kerl ist mit Blades durch München gefahren. Nicht nur durch München. Nicht nur durch München, durch alle möglichen Städte. Ich war 9 Jahre Senator, bin nach Hamburg überall hingeflogen, im Flughafen die Dinger drunter gemacht, da kam, Sie dürfen hier nicht sein. Ja, Sie haben recht, Entschuldigung. Klack, klack, abgemacht in die erste Ecke. Ja, weitergeholt. Genau. Und so jung und fit bleiben und Leidenschaft. Das ist genau das. Danke für die Einladung. Ich habe dir zu danken. Euch danke fürs Zugucken. Es war ein bisschen länger. Sorry, eine Stunde haben wir jetzt irgendwie nicht ganz geschafft, aber es ist halt so. Es war ein sehr nachwirkendes Gespräch tatsächlich. Ich glaube, ich werde mir das auch nochmal ein zweites Mal angucken. Und wie Ron auch sagte, und da fühle ich mich sehr geehrt auch, das war der 100. Folge sehr würdig, sowas von einfach klasse. Sein Lieblingssatz ist, Wissen ist wie ein Medizinball, man wird nicht so leicht hin und her geschubst. Und das ist der Satz des Abends. Und mit dem entlassen wir euch. Es war ein Traum heute. Und ich würde mich freuen. Ich glaube, nächste Woche ist ein Feiertag hier. Dann lassen wir ausfallen. Übernächste Woche dann wieder. Wenn ihr dabei wärt, schönen Abend und Kikidi. Danke. In diesem Sinne. Tschüss.